So, hallo alle zusammen auf Twitch, die live mit dabei sind, und hallo alle zusammen, die das auf YouTube nachträglich schauen. Wir machen heute noch mal ein bisschen weiter mit Wasteland 3. Ich habe gerade ein Echo. Moment, das ist nicht gut. So, besser. Okay, gut. Dann starten wir, machen wir weiter. Und währenddessen beklage ich euch meine Klagelieder oder so. Denn ich habe echt ein Hardware-Problem, ey. Ich habe jetzt zum Glück den neuen Rechner bestellt. Das heißt, bald habe ich jetzt hier neue, echt State-of-the-Art High-End-Hardware stehen. Und dann dürfte endlich alles, auch das Streamen und so weiter, super funktionieren. Da mache ich mir keine großen Gedanken. Das dürfte alles passen. Aber die Bestellung kommt erst Anfang Dezember, weil das halt einfach aktuell alles ein bisschen länger dauert mit den Grafikkarten vor allem. Okay, na gut, so weit, so gut. Das Problem ist jetzt aber, unter Anführungsstrichen, also es passt ja hoffentlich zeitlich ganz gut, dass genau jetzt mein Laptop, mit dem ich immer gearbeitet habe und mit dem ich auch die Videos mache und die Streams mache und so weiter, echt zu spinnen anfängt. Vorgestern hatte ich einmal während des Arbeitens einen Bluescreen plötzlich. Da musste der neu starten wegen irgendwelchen Systemfehlern. Auf einmal, zack, weg. Hat mir eine Audiospur, an der ich gerade gearbeitet habe, zerhauen dadurch. Das war echt ein bisschen frustrierend. War nur im Endeffekt dann eine halbe Stunde Arbeit weg, aber ist trotzdem sehr nervig gewesen. Und heute hatte ich 3 Bluescreens. Das hat sich jetzt innerhalb von sehr kurzer Zeit deutlich verschlechtert. Ich habe jetzt alle Treiber abgedatet, habe irgendwie ganz viel Programme runtergehauen, die ich nicht mehr brauche, habe alles Mögliche mal aufgeräumt. Hat nicht wirklich geholfen, leider, muss ich sagen. Aber hallo, Arista Deathbird, wie geht's? Aber naja, genau, das ist halt jetzt das Problem. Jetzt muss der Laptop hier wirklich unbedingt wenigstens bis Dezember noch durchhalten. Meine Güte, wäre das bescheuert, wenn der jetzt kaputt geht, wirklich kaputt geht, und ich habe in der Zwischenzeit nichts, mit dem ich arbeiten kann. Ich habe noch einen ganz alten Rechner irgendwo rumstehen, aber mit dem kann ich nicht mal wirklich Videos machen. Also nicht in der Qualität, wie ich es jetzt mache. Naja, ein bisschen. Ja gut, auf jeden Fall hoffe ich eben, dass mein neuer Rechner rechtzeitig kommt und dann darf der Laptop in Ruhestand gehen. Der wird dann noch so ein bisschen nebenbei benutzt, um Playlists zu aktualisieren oder irgendwas, während der Hauptrechner arbeitet. Na, weil du gerade von deiner Babykatze schreibst, muss ich ganz kurz meinen großen Kater aus dem Aufnahmezimmer werfen, weil der schon wieder hinten bei den Kabeln rumstravanzt und ist nicht das erste Mal, dass der mir irgendwelche Kabel rauszieht, während ich aufnehme oder streame. Deswegen, leider, muss der raus. Moment. Der ist leider zu tollpatschig fürs Arbeitszimmer. Es hilft nichts. Ach ja. Du hast ein neues Kätzchen, quasi. Arista Deathbird. Das ist immer cool. Know your parents, Mrs. Bell. Good folk. Come on, Scotchmo. Quit fooling. You didn't know my parents. Always happy to share a bottle. I mean, they were sleeping, but I'm sure they didn't mind. So you're the bandit what comes at night? Sure. Lass mich mal kurz auf unseren Missionslog schauen. Genau, ich erinnere mich wieder. Wir wollten nämlich unbedingt zum einen die Synth finden, die sich in Colorado Springs befinden. Und zum anderen, das haben wir schon gemacht. Nee, warte mal, was müssen wir denn hier machen? Nee, genau. Gideon Race. In Bradmoor Heights, das ist alles quasi. Ah, okay, wir müssen nach Colorado Springs quasi. Ich glaube, da kann man auch anders hin, aber ich gehe jetzt mal auf die Weltkarte und von der Weltkarte wieder zurück.
Ja, PCs und Katzen ist immer so ein Ding. Meinen alten Rechner haben die tatsächlich mal nachts, ich weiß bis heute nicht, wie sie es geschafft haben, vom Schreibtisch geworfen. Der stand relativ zentral dahinter die Wand, links und rechts jeweils guten Meter Platz. Irgendwie haben die es geschafft, den runterzupfeffern. Da saß wahrscheinlich eine Katze drauf, hat sich erschreckt und ist losgesprungen. Ich weiß es nicht, wie sie es geschafft haben. Oder am Kabel gezogen. Auf jeden Fall. Der Rechner war danach nicht mehr der alte. Wer ist das denn? Remind me never to get on Panzer Watkins' bad side. Vollstrecker. Man'll slap you in the stocks for squirming in church. Na dann. Hallo Demi, wie geht's? Worum geht's in dem Spiel? In dem Spiel geht's im Grunde darum, dass. Wie soll man das erklären? Also, atomare Postapokalypse, die Welt ist untergegangen. Die Ranger haben sich ursprünglich eher so im Westen der USA gebildet und waren da so ein bisschen die Helfer in der Not und haben beim Aufbau geholfen und Leuten überhaupt quasi unterstützt und so weiter. Aber den Rangern sind die Ressourcen knapp geworden. Es fehlt an Verpflegung. Das ist ein großes Problem. Deswegen haben sie einen Vertrag geschlossen mit jemandem, der sich Patriarch nennt und der die Hilfe der Ranger in Colorado angefordert hat. Und deswegen sind die Ranger quasi jetzt aus ihrer Wüstenregion, aus den ersten beiden Teilen, nach Colorado gereist, in den Schnee, wo sie jetzt quasi dem Patriarchen dabei helfen, für Ordnung in Colorado zu sorgen und gleichzeitig einen Nachfolger zu bestimmen, weil es geht auch darum, dass seine drei Kinder quasi sich von ihm abgespalten haben und im Grunde hat jeder seine eigene abgedrehte Raiderbande von den drei Kindern. Und bei der Ankunft wurden aber die Ranger von den Darcys überfallen, einer verfeindeten Familie vom Patriarchen. Und deswegen müssen wir jetzt auch und mussten am Anfang ganz stark erstmal unseren Ranger-Trupp überhaupt wieder neu aufbauen. Genau. Und jetzt sind wir hier und machen Quests. Und jetzt werde ich heute wahrscheinlich relativ viel planlos in der Gegend rumlaufen, weil ich nicht genau weiß, wo ich hin muss. Hier, was? Mein Radio. Was macht denn mein Radio? Weiß nicht. Marshals don't give us trouble. Thanks again for helping us, Rangers. You've done a lot of good for people in need. Eat verlassen, nee. Hey, did you ask your wife about your concern? Come on, man. Gibt uns das Radio vielleicht? Oh. Check me out. Thanks so much for ensuring we got this shipment of power. Ah. Die Panzerrüstungen, die ich gerettet habe, den Konvoi, den ich gerettet habe, könnt ihr euch noch erinnern in dem vorherigen Stream mal? Ich dachte ja, ich krieg jetzt eine Powerrüstung und habe mich schon gefreut, aber dann habe ich doch keine bekommen. Nein, die haben jetzt Powerrüstungen, die Wachen des Patriarchen. Ich verstehe. Naja, warum nicht? Macht's mir schwerer, falls ich dann doch irgendwie mal mich gegen den wenden muss oder so. Schauen wir mal. Naja, naja. Hey Damaza, danke schön fürs Abonnieren. Voll nett von dir. Und ja, wir haben jetzt einen 13 Wochen Frechdachs hier. Das ist immer cool. Der Jüngere, der 2 Jahre ist, hat den Kleinen schon adoptiert. Perfekt. Das ist echt toll. Wir haben jetzt hier in unserer Wohnung 3 Katzen und damit sind wir am Limit. Leider, wir hätten gerne viel mehr. Auch Hunde, aber das geht aktuell nicht. Wenn wir umziehen, wir wollen in dein Haus ziehen als nächstes. Da sparen wir gerade. Und dann wird definitiv ein Hund angeschafft. Und vielleicht auch nochmal eine Katze. Weiß ich noch nicht. Aber ja, auf jeden Fall mehr Tiere. Mehr tierische Mitbewohner auf jeden Fall. Das ist immer gut. Das stimmt. Im Grunde ist Wasteland wirklich so crazy wie vor allem die alten Fallouts. Sehr stark. Hallo Armin, wie geht's? Deathbird, Dankeschön fürs Abonnieren. Mehr Tiere sind immer gut. Ein Hype-Train nähert sich jetzt schon. What?
Crazy. Wie ist denn das passiert? Habe ich was übersehen? Das ist ja cool. Okay, reden wir mal mit dem gepanzerten Marshall. Dadurch, dass wir Harter Hund 3 haben, können wir sagen, welches Weichei braucht eine Powerpanzerung für seine Patrouille? Hey, fuck you. Our job is tough. Those shit-stirring refugees are breeding all the time, so someone's gotta do some population control. Sure as hell ain't you. Anyway, these refugee vermin aren't going to punch themselves. Thanks again, Rangers. Wow, und ich hab dem eine Power-Rüstung verschafft. Ich bereue es jetzt schon. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Ich mache mir nur den Kampf schwerer. Okay, wartet. Ich höre leises Rauschen. Was bedeutet das? Ah, hello there. Hallo. The name's Theodoric Curie. Theo for friends. I need to work on these gate hydraulics, but I always have time to answer some questions, if you're here to learn about our wall. Was, die alten Fallout-Teile habe ich mir letztens für 5 Euro geholt und direkt auf die Schnauze bekommen. Ja, die sind schon noch gnadenlos, wie das halt früher so war. Aber wenn man da mal reinkommt und wenn man mal die ersten paar Waffen und Rüstungen so hat, dann wird das Spiel sehr schnell sehr viel leichter. Aber es ist halt auch so ein Spiel, das lässt dich von Anfang an überall hingehen, aber du solltest nicht von Anfang an überall hingehen. Und das lernt man im Grunde meistens auf die harte Tour. So war das halt früher noch öfter. Nix mit mitlevelnder Welt oder irgendwie sowas, sondern... Wenn du willst und du weißt es, wo er ist, geh gleich am Anfang zum Endboss, kein Problem. Er wird dich halt wahrscheinlich zerfetzen. Aber ja, so funktionieren die alten Fallout-Spiele. Aber wenn man den NPCs ein bisschen zuhört und mit den Leuten redet, dann findet man schon ganz gut raus, wo man so als nächstes ungefähr hin soll. Und wenn man oft genug speichert, kann man auch auf eigene Faust erkunden, ohne dass es zu frustrierend wird. Wer bist du denn eigentlich, Theodor Curie? I am the humble son of scientists. My mother and father were on a mission to pursue the possibility of cold fusion. Imagine, nuclear reactions at room temperatures making it safe for everyone. Oh, cool. Ach so, genau. Deswegen habe ich euch vorher jetzt gerade die Geschichte erzählt von dem ständigen Bluescreen, den ich jetzt leider heute bekommen habe. Und dass der Laptop hoffentlich noch durchhält und so weiter, bis der neue Rechner kommt. Weil... Es kann sein, ich weiß es wirklich nicht, woran es liegt, dass der Stream plötzlich einfach zack vorbei ist, weil ich wieder einen Bluescreen habe und dann muss ich neu starten. Der Stream geht dann gleich weiter, ne? Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, falls plötzlich es Busch macht und es ist weg, dann liegt es wahrscheinlich dran, dass mein Laptop leider den Geist aufgegeben hat. Aber das wird schon hoffentlich. Sadly, they are gone and my efforts to follow their work has been stymied by immediate dangers. Perhaps one day, I'll have the time to devote to such a monumental achievement again. Okay, erzähl uns mehr über die Mauer von Colorado Springs. It's simply your standard concrete barrier with Tesla-styled electrical deterrence. Not an absolute marvel of what could be done, but sufficient for the task of keeping out enemies. Tesla-Spulen quasi. Wie aus Command & Conquer damals. If we had oil to power the generators, you'd see the glorious effect of thousands of volts of electricity arcing across it, deterring would-be attackers from approaching. Such a pity. Energieniveau kritisch. Ich verbinde wahrscheinlich keinen anderen Satz mit Command & Conquer und vor allem den Tesla-Spulen so sehr wie Energieniveau kritisch. Kaum baut man mal eine Tesla-Spule in dem Spiel, ist sofort das Energieniveau kritisch. Immer. Das war cool. Welches waren das? Das war das... Ja, das war das rote Alarm, ne? Glaube ich. Das, was ich jetzt meine, zumindest. Sorry, wir müssen los. Believe me, I under- Back to the wall. Warum schlägt hier mein... Radio aus. Warum hat gerade mein Radio ausgeschlagen? Was will mir mein Radio sagen? Weil macht's das jetzt nicht mehr? Ah. Ich muss mal kurz 2 Sachen machen. Ich muss mal erst kurz in mein Questbuch bauen, weil ich ganz kurz gucken will, das mit diesen Synths.
Okay. Gary Natzel, Natriumchlorid, Wolfe. Ein Söldner, der mit den Rangers in Arizona zu tun hat, ist im Ranger-Hauptquartier aufgetaucht und hat angeboten, genau, ich weiß schon, Synths, die sich in Colorado Spring verstecken. Okay. Hey, Cluedo und Co., hallo zusammen. Willkommen. Ich versuche gerade rauszufinden, was wir hier eigentlich gerade machen müssen. Wolfe schloss ihn gerade und versuchte, sich ins zu töten, aber er bekam einen Denkzettel. Die Cowboy-Streiche haben Sheriff Daisy verärgert. Er weiß, dass die Synths noch irgendwo in der Stadt sind oder ist. Ja, aber wie denn? Wie denn und wo denn? Das verstehe ich nicht. Naja, und für das andere müssen wir wohin gleich nochmal, wie heißt der Ort, der Stadtbezirk, weil da kann ich auf der Map nachschauen. Broadmoor Heights. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Colorado Broadmoor Heights. Also, jetzt nach rechts, dann nach unten, geradeaus, bis es nicht mehr weitergeht. Dann nochmal rechts. Moment, da lang? Nee, das stimmt jetzt wieder nicht, ne? Das war nicht rechts genug. Glaube ich. Noch mehr rechts abbiegen. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Und jetzt rauscht schon wieder mein Funkgerät und ich weiß nicht warum. Modemgeräusche. Warum kriegen wir hier dauernd Modemgeräusche rein? Das ist schon selten. Komisch, komisch, komisch. Little Vegas closed until further notice. City dubs totally lame by local youth. Und Lilly, hallöchen. Oh, guck mal, ich glaube, da ist ein Eingang, da war ich unter Umständen noch gar nicht. Schloss knacken 3. Ich glaube, ich speichere mal kurz. Dann machen wir das. No one's allowed in. Oh, oh. Ich hab. Was denn? Ich habe mir nur die Tür angeguckt. Ich weiß überhaupt nicht, was sie von mir wollen, Herr Power-Rüstungstragender Sicherheitskerl. Und darf sich doch wohl noch Türen einfach mal so anschauen, unverbindlich. Ach ja. Ah ja, genau. Der Kerl, der uns den Auftrag gegeben hat, wenn wir jetzt in Broadmoor sind, finde ich den, glaube ich. Da müssen wir in so eine Art Kapelle oder Kirche. Ich glaube, da stand der drin. Ein unangenehmer Typ. Ich glaube, ein Onkel von... You'll see a lot of hobos around here, I bet. Der Livy. Lucy. How are you Rangers any different from Mercs? Die wir jetzt gar nicht mehr dabei haben. I heard Mr. Howe found himself a pretty blonde thing. Warst du das? I'll be praying that you come back safe from Aspen, Rangers. Glaub nicht. And that you bring my Hardy home alive. Sammy, danke fürs Abonnieren. Freut mich sehr. Vielen Dank. Wir haben ein kybernetisches Hühnchen in einem Schrank in der Kirche gefunden. Haben die das schon mal gesehen? You mean he's real? I've seen him poking around the church at night, but I wasn't sure if my mind was playing tricks on me. Didn't dare get too close. I left him some food, just in case. Corn and scrap metal. He seemed like such a good, strong chicken. Aber wir haben den gar nicht mehr dabei. May the good Lord keep. Wo kam denn jetzt plötzlich, manchmal verstehe ich das Spiel nicht, wo kam denn jetzt der Dialog her, dass wir hier irgendwo in dem Schrank einen Cyborg-Huhn gefunden haben? Haben wir das wirklich? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Kann schon sein, wer weiß. Hallo, Grummel, kann mir wer bei einer Matheaufgabe helfen? Ja, schreib doch mal rein, vielleicht. I heard you were speaking to some people at the refugee camp. Do you have any news? Do you have any news? Wir haben die Komplizen der Schleuser gefunden, aber wir werden sie nicht einsperren. Sie haben nichts falsch gemacht. I can't say I'm not disappointed. I'd hoped you'd have more foresight than this. You may think you're helping the refugees, but you're not. If they keep coming, this whole city will starve. Unless it tears itself apart first. Idealism is easy. Finding real solutions is hard. I hope your naivete hasn't doomed my city. Naivete? Anders wären die sowieso verhungert und erfroren und so kann man jetzt nach neuen Lösungen suchen. Good day to you.
Aber das ist euer Job. In every deluge, the righteous were spared by God. The final deluge will be no different. Cool, die Quest haben wir abgegeben. Und somit haben wir Level-Ups bekommen. Aber nicht für alle. Aber gut, leveln wir mal hoch. Unser Idolem, der krasse Nahkämpfer, der braucht echt mehr Genauigkeit irgendwie. Der haut ständig daneben. Trefferchance. Der hat aber auch kaum Achtsamkeit, ne? Das ist jetzt unsere Priorität hier für ihn. Ja, Schlösser knacken würde ich schon gern perfektionieren, muss ich sagen. Aber Nahkampf darf man halt auch nicht vernachlässigen. Machen wir mal ein bisschen auf Nahkampf. Z-Quadrat minus 19, Z minus 219. Was sind da die Nullstellen vom Graphen? Hallo, der Domdam. Z-Quadrat minus 19, Z minus 216. Was sind da die Nullstellen vom Graphen? Keine Ahnung. Ich glaube, da bräuchte ich jetzt erstens Zettel und Stift. Zweitens wüsste ich echt nicht mal mehr ansatzweise, was überhaupt los ist. Oh, ich habe kein Abo mehr bei dir. Das wird mal geändert. Das freut mich. Weiß das im Chat irgendwer? Kann irgendwer im Chat was mit dieser Rechenaufgabe anfangen? Ich nämlich gar nicht. Feuerschaden plus 25%, weil er durch Toaster viel über Thermodynamik gelernt hat. Das ist zwar natürlich witzig, aber nicht unbedingt wirklich nützlich. Hacken und Schlitzen. Ah, guckt euch die Gegner an und so. Wahrscheinlich soll das Rip and Tear heißen und so ein bisschen eine Doom-Anspielung sein. Wird dasselbe Ziel zweimal hintereinander mit einer Klingenwaffe angegriffen? Ja, das ist schade. Ich glaube, wir haben... Obwohl, ich glaube, unsere Menschenwaffe gilt als Klingenwaffe. Unsere Anti-Roboter-Waffe aber glaube ich nicht. Nee, das ist eine stumpfe Waffe. Aber unsere Anti-Menschen-Waffe ist eine Klingenwaffe. Ich finde, dann kann man das machen. Warum nicht? Ich meine, ein kostenloser Bonusangriff, wenn man zweimal das gleiche Ziel angreift, das ist schon ziemlich gut, würde ich sagen. Klingt zumindest ziemlich gut. Das kann man schon mal machen, finde ich. Okay. Ich schätze mal, mehr Achtsamkeit kann für unseren Scharfschützen auch nicht schaden. Achtsamkeit kann man immer brauchen. Arschkriecher. Wir können Arschkriecher jetzt schon auf 9 bringen. Das ist schon ziemlich cool. Das ist schon der Wert, mit dem er alles machen kann, außer Bosskämpfe überreden quasi. Also mit Gesprächen lösen. Das ist schon mächtig. So, und unser Neuzugang ist... Ach nee, da sparen wir wahrscheinlich gerade unsere Aktionspunkte, ne? Genau. Okay. Na gut, waren nur 2 Figuren, die hochgelevelt sind. Ja. Gut. Dann hätten wir das auch erledigt. Deswegen sind wir jetzt hierher gekommen und haben so lange rumgesucht. Und das mit den Synth, die wir hier suchen sollen, oder den wir hier suchen sollen... Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Wahrscheinlich hat es irgendwas mit dem Modemgeräuschen unseres Radios zu tun, die wir immer wieder hören, während wir durch die Stadt laufen. Aber ich weiß nicht genau, inwieweit mir das Tipps geben soll, was das überhaupt bedeuten soll und ob es überhaupt wirklich mit diesen komischen Geräuschen zusammenhängt und. Keine Ahnung. Deswegen machen wir jetzt einfach was anderes, glaube ich. Vielleicht stolper ich ja... Oh. This here's Dead Red calling the November Cowboys. You read me out there, Caballeros? You all recovered from that big old Colorado welcome the Dorseys gave you? Sind wir die November Cowboys? Wahrscheinlich. Wir hören dich. Wer spricht denn da? Ha, ain't you nosy?
switch over to 27.065 MHz. All will be revealed. Okay, machen wir das. Hallo? Howdy, Rangers. Sorry about the clowning. Have to keep a low profile these days. This is your old pal Angie, otherwise known as Ranger Colonel Angela Death. Angela Death, die kennen wir aus Wasteland 2, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, das ist eine Figur, wenn mich nicht alles täuscht. Kann sein, dass ich die jetzt verwechsel, aber ich glaube, im zweiten Teil kriegt man die ganz am Anfang als Teammitglied und die ist super mächtig und haut alles weg. Aber dann verlässt sie das Team nach so dem Tutorial-Gebiet unter Anführungsstrichen und muss sich um andere Sachen kümmern. Und das ist ein bisschen ärgerlich, dass man da so ein supermächtiges Teammitglied verliert, aber gleichzeitig ist die quasi halt super krass. Wenn das die ist, die ich jetzt meine. Ja, ich meinte, vielleicht stolper ich zufällig über den Synth, den ich hier in der Stadt suchen soll. Aber ich suche jetzt nicht aktiv nach dem. Aber ja, genau. Anscheinend sind wir über Angela Death gestolpert. Angela Death? Ha! Somebody remembers me. What do you know? Figured my name would be stricken from the record after me and my crew pulled our vanishing act. Wasn't our intent when Command sent us out here to reconnoiter, but well, things took an unexpected turn. Guckt euch unser, ich find's immer wieder schön, unser Team hier. Nicht nur, dass wir so einen abgedrehten Cast an Hauptfiguren haben im Grunde in unserem Team, sondern dass wir eine Cowboy-Katze haben und einen blauen Klon und einen Hund und einen Papagei, der die Gegner beschimpft und sie deswegen demotiviert. Sogar Roboter und irgendwelche Riechtiere werden von ihm demotiviert, weil er so treffgenau beleidigt. Er verletzt sogar Gefühle, wo gar keine sind, bei irgendwelchen Fallen, Sägemessern im Boden. Finde ich gut. Das Ranger-Kommando hat sich schon gefragt, was mit dir passiert ist. I'll bet. We came out here for the same reason as you. Because Command was hoping they could make an alliance with the Patriarch and get some, foreign aid. Trouble was, the more we snooped around, the more we realized that good old Pappy Buchanan was a bloody-handed dictator that the Rangers shouldn't have nothing to do with. Unfortunately, Command didn't want to hear it. Told us they were going to make the deal anyway. Too desperate to be particular. Ich habe auch das Gefühl, Angela Death. Ich habe auch das Gefühl. Ich mag diesen Patriarchen auch nicht. Der redet zwar die ganze Zeit davon, dass man ja schon irgendwann mal noch hier so Demokratie einführt, aber erstmal muss er noch ein bisschen länger als Diktator regieren, damit alles bereit ist für eine Demokratie. Ja, das nee. Aber gut. Angela Death, wenn du Vorschläge hast, ich bin dabei. Ich bin hier voll. Gehen wir Rogue. Verlassen wir das Ranger Hauptcommand und machen unsere eigene Rebellion hier. Ich bin dabei. We took a vote, the squad and me, and decided that just wasn't the Ranger way. Yeah. Instead, we made a pact to take Buchanan down and help Colorado become the home of freedom that Arizona could have been if the Rangers hadn't lost the Citadel to Matthias. Okay. Warum erzählst du uns das? Why do you think? We want you on our side. Ja, ich bin but dabei. Not without seeing for yourself that Buchanan's a conniving shitbag. That's why I was calling. There's a man you should talk to, locked up in an old bunker in Broadmoor Heights and guarded by mercs. So you may have to do a little shooting to get to him. But when you do, ask him about his beefs with the Patriarch. It'll open your eyes. Ah, wird der Mann, den ich jetzt retten muss, etwa zufällig von denen bewacht, denen ich gerade Powerrüstung verschafft habe durch irgendeine Nebenmission? Ah, ist egal. Ist egal. Abraxas sichelt die weg. Das wird schon hinhauen. Oje, oje. Was für ein Mann? Wie finden wir ihn? His name is Ironclad Cordite, a warlord of the Eastern Plains.
and one goddamn tough son of a bitch. As to how you find him, I'm a little shaky on the details, but I'm told there's a hidden hatch on some monument at Buchanan Park in Broadmoor Heights. Okay, Broadmoor Heights, Buchanan Park, versteckte Luke. And listen, when you do find him, bust him out of there and do what you can to keep him alive. He could help you with Liberty later. Also, if you need more firepower, he's got a shotgun for a left arm. Was? Hat eine Schrotflinte als linken Arm. Moment, im Untertitel steht, hat eine Schrotflinte für Linkshänder, aber was sie gerade gesagt hat, hat sich eher so angehört, als hätte statt einem linken Arm eine Schrotflinte. Was sehr viel cooler wäre. Aber vielleicht habe ich sie falsch verstanden. Na gut, wir sehen uns das an, wenn wir hier fertig sind. Gracias, compadres, and good luck. I'll be in touch. Okay, das klingt interessant. Ich hätte jetzt wirklich nicht gewusst, was wir jetzt machen. Ich hätte halt so mein Questbuch durchgeblättert. Wir haben ein bisschen durchs Ödland gecruised mit unserem Auto. Ich hätte so ein bisschen rumgeguckt. Aber das klingt jetzt schon ziemlich vielversprechend, finde ich. Das ist cool. Also, dann gehen wir gleich wieder zurück, wo wir herge... Weil, wisst ihr, hätte sie das nicht eine Ladezeit vorher durchfunken können, könnten wir uns das jetzt sparen hier. Na, super. So ist das. Naja. Is Buchanan a man? Oh boy, Team what November, a man. This is Ranger HQ. A couple vehicles rolled up and set up right outside our base. Real shady characters. Oh, das klingt auch interessant. Was ist denn jetzt los? Warum kommen jetzt hier plötzlich so viele Meldungen rein? Their leader is a woman named La Perla, who claims to have business with the Rangers, but won't specify what it is to us. Ring any bells? La Perla, keine Ahnung. Figured. We'll keep them outside the base for you to deal with in good time. Over and out. Okay, interessant. In unsere Basis müssen wir nachher auch mal schauen. Mal gucken, was wow, die La Perla von look uns at all this. Aber jetzt suchen wir erstmal den Park hier. Nice place. Und wenn wir den Park gefunden haben... Ah ja, Buchanan Monument. Da laufen wir gerade drauf zu. Perfekt. Da gibt es irgendwo eine versteckte Luke. Dann müssen wir uns durch irgendwelche Söldner kämpfen. Auf der Plakette steht was davon, wie geil Buchanan ist. Ich verstehe schon. Etwas in das Nadelloch stecken. Oh. Die Luke öffnet sich und es erscheint ein senkrechter Schacht sowie eine Leiter. Ja, dann auf geht's. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was uns jetzt da unten erwartet. Aber ein bisschen Angst gehört dazu. Hallo, endliches Fichtenholz. Wie geht's? Guten Tag. Schönen Abend. Oder so. Okay. Jetzt wird's spannend. Ich bin schon gespannt auf die Figur, die wir da treffen. Und ob sie, so wie ich, die Synchronsprecherin verstanden habe, wirklich eine Schrotflinte statt einem linken Arm hat. Oder ob sie wirklich, wie es der Untertitel nahelegt, eine Schrotflinte für Linkshänder hat. Was ein bisschen lamer wäre als meine Version. Aber gucken wir mal. We're agreed. Hydro Crew. I still think it needs some work. We're badass mercenaries. We're stationed in the Hydroponics Bay. What about this name doesn't fit? Hey, I want a cool mercenary group name just as much as everybody else. But it should be the right one. As long as we agree, Mole Mercs is off the table. Yes, obviously. Mole Mercs. Okay, die müssen wir töten. Die überlegen sich gerade einen Namen. An underground garden. My folks would never believe it. What the hell? How'd you get down here? Wir sind die Desert Ranger. Ihr habt vielleicht von uns gehört. No, we haven't heard of you. Who introduces themselves like that? Also, desert isn't a word. It's pronounced
dessert. Did you also say assert instead of assert? Die Dessert Ranger. Das wäre natürlich noch besser, finde ich. The Dessert Rangers. That's a pretty good name for a mercenary crew, though. Folks wealth and class. Die Dessert Ranger. Die Dessert Ranger. Das ist schon ein ziemlich guter Name, das stimmt. Ah, wenn ich jetzt Hart davon 7 hätte, könnte ich was Cooles machen. Schade. Wovon zum Teufel plappert ihr da? Habt ihr noch nie was von der Wüste gehört? Desert, nicht Dessert. We know what dessert is. You're just saying it wrong. Ach, die Dialoge in dem Spiel sind so toll. Ich finde das so lustig. Super. Kenji habe ich schon mal gespielt, ja. Aber das ist, glaube ich, schon hunderte von Jahren her gefühlt. Also wirklich 10 Jahre, wenn das sein kann. Das, ich glaube schon, ne? Also das müsste schon hinkommen. Das ist ewig her, dass ich Kenji gespielt habe. Aber das war cool. Wenn auch... Wenn es mich auch sehr überfordert hat mit seinen Möglichkeiten und seinem Schwierigkeitsgrad am Anfang. Aber grundsätzlich hat es mir gut gefallen. Hinter einem roten Sprengfass in Deckung gehen. Das überlege ich mir nochmal. Jetzt gucken wir erstmal, was wir für Optionen haben. Erstmal habe ich gesehen, haben die ganz viel Roboterfreunde dabei. Einen haben unsere Begleiter schon kaputt gemacht. Den hat der Papagei kaputt gepickt. Aber den anderen, würde ich sagen, hacken wir mal. Jetzt ist es unser Roboterfreund. Doch schon mal gut. Irische Begleiter haben die, glaube ich, nicht, ne? Nö. Okay, schauen wir mal. Herr Scharfschütze, worauf könnten wir denn schießen? 15%, das ist nicht gut. 52. Hier, die Sprengfässer stehen hier wirklich doof, leider. Ich kann nirgends sinnvoll in Deckung gehen, ohne dass wir uns selber in Gefahr bringen, leider. Das war gut. Ich muss mich mit allen, glaube ich, mal ein bisschen zurückziehen. Da gehen wir vielleicht mal mit einfach mit Overwatch. Sehr gut. Das hat ausgezeichnet funktioniert. Hätte ja sein können. Auch wenn die Trefferwahrscheinlichkeit nicht sehr gut war. Ein absolutes Lieblingsspiel. Ich habe das, wie gesagt, schon 100 Jahre nicht mehr gespielt. Ich schätze mal, das hat sich sehr stark auch verändert, ne? Wird an dem noch weitergearbeitet oder ist das abgeschlossen? Wohin? Ich weiß nicht, wo ich Abraxe hinschicken soll. Wegen dem blöden Sprengfass hier. Ich schätze mal hier hin. Ah, das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Ich mach's trotzdem. Ah, das ging sogar sehr gut. Yes. Hätte ich nie im Leben gedacht. Unser Wolf hat gerade mal einen kleinen Streifschuss abbekommen. Nichts Schlimmes. Alles gut. Cool. Dann hauen wir den dann mal. Mit unserer Klingenwaffe. Das heißt, der zweite Angriff dürfte umsonst sein. Ja, genau. Ich verstehe. Der zweite ist nicht umsonst, aber nach dem zweiten... kommt quasi automatisch noch ein dritter hinterher. Das ist schon gut. Die greifen ihren eigenen gehackten Sägewelpen an. Perfekt. Was will man mehr? Ach ja, unser Papagei. Unser beleidigender Papagei. Ist super. Ist abgeschlossen. Kommt aber gerade ein zweiter Teil. Ah.
verstehe. Ich komme zurzeit leider mit dem Spielen der Spiele, die ich ohnehin gern spielen würde, nicht mehr hinterher. Deswegen habe ich jetzt aktuell nicht vor, dass ich nochmal eben zum Beispiel zu Kenji zurückruder. Mich interessieren immer eher neue Spiele, die ich noch nicht kenne. Wenn ich was schon kenne, dann... Ja, ich bin da... Ich ich brauche irgendwie immer was Neues. Mein Hirn braucht immer neue Beschäftigungen. Ah, Energiezellen. Ich dachte schon kurz, was haben wir denn da? Aber war nichts Besonderes. Okay. Oh, was haben wir denn da? Ein Schrumpfstrahl. Ein Strumpfschal wäre natürlich auch nicht schlecht. Ein Schrumpfstrahl. Das ist natürlich nett. Ich habe schon Schrumpfgranaten und ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, was Schrumpfen eigentlich macht. Die werden halt kleiner, aber verhauen mich dann immer noch wie bekloppt. Ich bin mir echt nicht sicher, was das überhaupt bringt. Eine revolutionäre Technologie, die hinter diesem Gerät steckt, könnte tausende von praktischen Anwendungen haben. Die offensichtlichste aber war, sie als Waffe zu benutzen. Ja, ja. Aber was heißt Schrumpfen? Ich glaube, ich müsste die Waffe fast mal irgendwie ausrüsten, jemanden. Also, da kommt eh nur einer in Frage. Und mal gucken, wenn ich dann einen Gegner geschrumpft habe, was der Schrumpfstatus eigentlich bedeutet. Weil ich weiß es nicht. Aber ich will dem jetzt ehrlich gesagt weder den Verschweißer wegnehmen, noch den Raketenwerfer. Weil der Verschweißer halt gegen Roboter schon ziemlich gut ist. Und man kann damit reparieren. Naja, nehmen wir mal den Schrumpfstrahl, weil er neu ist. Den das fällt mir irgendwie echt schwer, das Wort zu sagen. Schrumpfstrahl. Strumpfschal. Rumpfstahl. Alles will ich sagen, nur nicht Schrumpfstrahl. Naja, die Söldner hätten wir. Was machen wir jetzt? Verdorbenes Essen. Mehrere Türen haben wir zur Auswahl. Ich speichere mal schnell. Lassen wir Abraxe wieder vorgehen, weil wenn Gegner in der Nähe sind, muss er am besten gleich den ersten Eröffnungsschuss mit seinem Maschinengewehr in die Menge machen. Was weitergeht. Ne, wir haben sogar nur eine Tür zur Auswahl. Na, dann ist es leicht. Ich würde sagen, die nehmen wir. How long did people... Eine Statue. Künstler unbekannt. Besitz der menschlichen Form 1945 Marmor und Messing. Okay. Alarm deaktivieren. Das war nicht gerade deaktiviert. Wir haben den Alarm gerade aktiviert. Dammit. Dachte, wir haben gute Anti-Fallen-Leute in unserem Team, aber scheinbar nicht gut genug. Ah, aber wir hatten echt Glück. Einer hat sich direkt neben unserem Team quasi in Deckung gestellt, unter Anführungsstrichen. Und alle anderen, weiß ich nicht, wo die sind. Aber nicht hier. Ja, unsere Verbündeten haben den einen Kerl schon mal getötet. Das ist super. Warum sehen wir denn gar nichts da drin? Das ist schon komisch. Idolem, lauf mal ein bisschen vor, weil du als Nahkämpfer musst sowieso... Okay. Idolem hängt an der unsichtbaren Wand. Jetzt hat er sich rein teleportiert. Okay, gut. Ich hoffe, wir können das jetzt hier auch normal machen. Ich weiß nicht, ob wir den hacken können. Erstens, weil er zu weit weg ist. Aber zweitens vor allem auch, weil er so groß ist. Ne, wir kommen auf jeden Fall nicht ran in dieser Runde zu. Schauen wir mal, was wir für Optionen haben. Ich würde sagen, gehen wir mal dran. Hey, irgendwie ist es echt komisch. Die teleportieren sich von der Tür an die Position, wo sie sein sollen. Irgendwie ist die Tür ziemlich buggy. Naja, kann ja mal vorkommen.
Eine verbackte Tür. Ich kann auch nicht durch die Tür durchgucken. Ich glaube, die ist wirklich kaputt. Die sollte offen sein, ist aber irgendwie noch geschlossen. Ich sehe die Gegner, obwohl... Nee, stimmt schon. Ich sehe die Gegner erst ab hier, ab dem Feld. Hier ist quasi eine unsichtbare Wand noch irgendwie zwischen uns. Es war jetzt auch Glück für uns, weil dadurch die Gegner nicht angreifen konnten in der ersten Runde. Aber da stimmt halt irgendwas einfach ganz gewaltig nicht. Yes, einer weniger. Gut gemacht, Scotchmo. Ich muss sagen, ich habe Scotchmo gerade am Anfang noch für ziemlich nutzlos gehalten. Aber mittlerweile hat er schon bewiesen, dass er durchaus ein gutes Mitglied des Teams sein kann. Das heißt, ich muss einfach nur einen Schritt nach hinten gehen, ne? Dann bin ich quasi unverwundbar. Also auch nicht schlecht. Aber ich habe hier halt so gar keine Deckungen für mein Team, leider. Okay. Jetzt teste ich mal den Schrumpfstrahl. 14%ige Trefferchance. Ich glaube, ich mache mal den Schrumpfstrahl auf Overwatch. Idolem. Du kannst natürlich noch den hier verhauen. Na, den dritten kostenlosen brauchen wir gar nicht mehr, leider. Geschrumpft! Ah, ist nur. Hi, Dick. I'd say you're as ugly as a bison butthole, but not being fair to bison buttholes. So, ich hoffe, ich kann mit dem Statuseffekt... Ah, der hat die beiden demoralisiert, weil er gesagt hat, sie sind hässlicher als ein Bison-Arsch. Kann ich mir jetzt den Gegner hier irgendwie genauer anschauen? Kann ich den irgendwie unter die Lupe nehmen? Bestimmt irgendwie, ne? Ich weiß nur nicht wie. Angriffsmodus. Inspizieren. Nee. So, jetzt passt auf. Könnte... Genau, geschrumpft. Aha, ausweichen plus 15%. Dafür Nahkampf- und Fernkampfschaden minus 35%. Alles ist süßer, wenn es klein ist. Okay, gut. Gut, gut. Dann... hauen wir hier mal alles kaputt, würde ich sagen. Erst von einem Papagei beleidigt und dann von der menschlichen roten Ziege erschossen. Der hat's schon nicht leicht. Ah, ich glaube, die Tür ist gefixt. Kann das sein? Weil jetzt kann... er auf einmal hier durchschießen durch die geöffnete Tür. Scotchmo, Scotchmo, Scotchmo. Keine Ahnung, was wir mit dir machen. Wie wär's denn jetzt hier nochmal vielleicht mit Hacken? Nee. Roboterhacken erfordert Nerdkram Level 8. So viel haben wir leider nicht. Naja, Scotchmo, hier. Geronimo, geh mal rein mit deiner Flinte. Schieß da mal drauf. Gut gemacht. Bisschen in Deckung gehen. Verhauen hoffentlich. Auch wenn er klein ist. Ich würd gern Idol im sehen, wenn er geschrumpft ist. Das wäre lustig. So, dann haben wir nur noch unseren Sniper, der hier mit überraschend
wenig Genauigkeit auf die schießen kann. Stehen halt auch in Deckung, ne? Versuchen wir es mal. Yay! Schade. Ach, Fallen Crusader haben wir auch noch. Den habe ich ja ganz vergessen. Wie wär's denn mal wieder vielleicht mit einer Rakete? Weil der große Sägewelpe macht mir... Ah, der Sägehund. Der macht mir ein bisschen Sorgen. Nicht wirklich, aber der könnte schon einfach mit dem Team töten. Das ist immer nervig. Okay, und wenn die Wehr zu nahe kommt, dann springt sie ihn weg. Taking the six. Gut gemacht. Und? Macht nichts. Das ist nett. Ja gut, Major Tomcat, unsere Katze, verprügelt den Sägehund. Und dieser komische Yakuza-Kerl, der uns immer verfolgt. Wo ich wohl nie erfahren werde, wer das eigentlich ist, der uns verfolgt. Aber hey, ist unser Freund. Keine Ahnung, mehr muss ich nicht wissen. Der Feind unserer Freunde ist... Okay, der Freund... Der feindliche Freund unserer freundlichen Feinde ist der Feind von Herbert seiner Oma. Okay, Matt. Blechdose, Müll. Ah, Verletzungskasten, sehr gut. Zigarettenstummel, Munition, Müll. Ach so, das waren kein Müll und Müll. Cool, erstmal speichern. So, gucken wir uns hier mal um. Was haben wir hier? Ein Gemälde. Aha, vorher war schon ein, ne? I've been in this bar before. Vorher war schon eine Skulptur. Born down here and thinking it was the whole... Dann hat hier jemand einen geheimen Kunstbunker errichtet. Hunderte von alten Büchern. Gott, Geld und eine Uhr. Ein Cyborg-Huhn. Say, what's that? Ein Cyborg-Huhn. Was für ein großartiges Hühnchen. Er hat prächtige Federn, einen beeindruckenden Glanz und eine Schnabelstruktur wie im Bilderbuch. Der Vogel beobachtet euch mit einem ruhigen, wissenden Blick. Gack, gack, sagt das Gackern. Sogar das Gackern klingt gut. Ein Verletzungskasten, der heilt Verletzungen. Das ist quasi was anderes wie ein Verbandskasten. Mit einem Verletzungskasten kann man permanente Verletzungen, wenn jemand mal down war im Kampf, wieder heilen. Okay, Tierflüsterer 5, komm mit! Gack! Die hüpft näher, die Feder, bla 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 bla. Nach einem Moment nickt sie sich selbst zu und watschelt. Würdevoll. Ach, haben wir jetzt auch noch einen Robbehuhn dabei? Geht das? Wir sind doch schon voll eigentlich. Nein, es gibt anscheinend wirklich so Bonus-Tierbegleiter. Das ist irgendwie echt irre. Das ist irgendwie total cool. Abraxe hat jetzt schon den ganzen Zoo dabei. Abraxe, aka die rote Ziege, hat jetzt eine Katze, einen Papagei und ein Hühnchen. Und was will man eigentlich mehr? Oder? Verstehe nicht ganz. Irgendwie hat der zwei Katzenbonis. Verstehe ich nicht. Naja, ich muss eh nicht immer alles verstehen. Ist schon okay. Whatever. Hauptsache, wir haben jetzt auch noch einen Roboterhuhn dabei. Was haben wir da noch? Heute. Ein Brief von Tante Ellen. Dieser Brief ist in einer... Warte mal kurz. Muss kurz gucken, was... Okay. Dieser Brief ist in einer eleganten, geschwungenen, kursiven und auf dickes, cremefarbenes Papier geschrieben worden. Es ist von Saul Buchanan. Ah, es ist an Saul Buchanan adressiert. Wer ist denn Saul Buchanan? Ist es der...
Patriarch oder ist es einer seiner beiden Söhne? Das Datum ist von vor fast 50 Jahren, als der Patriarch ein junger Mann war. Ach, so alt hätte ich den Patriarchen gar nicht eingeschätzt. Ich dachte, der ist noch relativ jung. Also so 50 vielleicht, aber er muss ja schon jenseits der 60 sein, auf jeden Fall. Wenn nicht sogar älter. Booster! Jawohl! Booster-Reparatur aktivieren. Ein Tatan-Token war da drin. Und Toast. Und eine Plasma-Kapsel und ganz viel Geld, natürlich. Was man halt so in seine Toaster packt. Okay, ich muss nochmal schnell speichern. Jetzt haben wir wieder zwei Türen vor uns. Das hier mit dem Generator. Ich mach mal den Generator aus, oder? Aber wenn er da jetzt automatisch speichert und so, gucken wir erstmal in die andere Tür. Na, da speichert er auch. Dammit. Wo ist denn jetzt der optionale Weg und wo der richtige? Wie heißen denn die Räume? Entweder Elektroraum oder Galerie. Gehen wir erst in den Elektroraum. Ich bin für den Elektroraum. Ich bin Team Elektroraum. Mit dem Schrumpfstrahl in den Elektroraum. Oh, I think I'm having a dream again. Kann man da... Das ist eine Maschine. Vor 100 Jahren war diese wohl der Hauptgenerator für den ganzen Bunker. Nun ist es ein verrostetes Wrack. Ja? Anscheinend war ein... Was eine... Ich kann das nicht lesen. Ersatzeinheit für diesen Ort nicht vorgesehen. Jemand hat sie trotzdem irgendwie reingezwängt. Humid in here, ain't it? Oh, Kröten. Gegen die haben wir schon mal gekämpft. Das war kein angenehmer Kampf. Die sind ziemlich mächtig, gefährlich. Da sind auch noch irgendwelche anderen Kröten dabei. Aber eine Kröte ist immerhin jetzt schon mal unser Freund. Ach ja, das ist gefährlich. Hey, du bist doch auch ein Tierfreund, wenn auch nicht so gut. Kannst du vielleicht auch eine Kröte zähmen? Ja, das haut anscheinend hin. Dann haben wir zwei verbündete Kröten. Das ist gut. Das dürfte helfen. Oh, Mist, jetzt hat sie wirklich... keine AP mehr, um irgendwas Sinnvolles zu machen. Na, schauen wir mal, was die anderen machen. Ah, die sind so zäh, ey. Meine Güte, die halten was. Das ist schon ziemlich irre. Schon krass. Meine, zwei Kröten haben wir gezähmt. Das ist gut. Eine können wir schrumpfen. Das ist auch nicht schlecht. 35. Kann ich die eigentlich doppelt schrumpfen? Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, weil wir daneben schießen, wenn die mal klein sind. Das wäre natürlich cool. Dann werden sie noch schwerer zu treffen, aber machen dafür wahrscheinlich überhaupt keinen Schaden mehr. Das wäre schon nicht schlecht. Jody, das ist jetzt echt blöd, ne? Geh einfach ein bisschen aus der Schussbahn. Einfach ein bisschen weglaufen. Und Idolem, der muss in die Schussbahn. So ist das eben. Hau den kleinen Frosch. Vor der Kröte da hinten habe ich am meisten Angst. Der Glühhüpfer, der sieht gefährlich aus. Oh-oh. Dolem ist tot.
Okay. Wir brauchen einen Arzt. Gut gemacht. Dann eh nicht mehr, oder? Dann gehen wir wieder in Deckung. Hat unser Scharfschütze halt jetzt einmal eine Runde Alzani eingelegt, aber dafür sind alle wieder fit. Das ist ja auch nicht. Schrumpfen! Mehr schrumpfen! Ah, mehr schrumpfen geht nicht. Okay, gut. Dann wissen wir das jetzt wenig. Muss ich irgendwie nachladen oder so? Scotchmo mit der Pumpgun. Wenn nicht unsere Tierbegleiter immer überall rumstehen würden. Ich finde die ja super cool. Aber man kann quasi nur in der ersten Runde Flächenfeuer benutzen, weil ab dann bringt man nur seine eigenen Begleiter um. Das ist ein bisschen nervig. Vielleicht. Nicht super optimal, finde ich. Ah, dass die von hier so eine gute Trefferchance bei dem da hat. Aber, na, hat sie eben nicht wirklich anscheinend. Aber die sind so zäh. Warum sind die denn so zäh? Ich meine Güte, sind die zäh. Das ist schon nicht mehr lustig. Außer Reichweite. Ja, Idolim, geh mal kurz in Deckung. Nächste Runde. Gehen wir wieder in die Großoffensive. Jetzt hoffen wir mal. Ah, wir haben die radioaktive Kröte geschrumpft. Das ist bestimmt gut. Hey, I don't mind pain, but fuck. Unsere verbündete Eiskröte leckt immer daneben. Und jetzt sind sie leider nicht mehr gehackt. Mit Liebe gehackt. Unsere Begleiter machen die ganz schön kaputt. Das ist schon gut. Okay, dann müssen wir die Tiere wieder neu bekehren. Damit die erstmal wieder unsere Freunde sind. So zähe Viecher. So zähe Riesenkröten-Dinger. Das ist schon krass. Aber ist schon okay. Zwei davon unsere Freunde sind vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Wir müssten halt die auch mal treffen. Ich glaube, dieser Schrumpfstrahl, den überlege ich mir nochmal. Ich glaube, der wird ausgetauscht. Weil dass die weniger Schaden machen, ist schön und gut, aber wenn wir die nicht mehr treffen, ist das irgendwie ein Blödsinn. Er ist jetzt verstrahlt, vergiftet, er blutet und er ist geschrumpft. Das muss ich noch mit dem anstellen. Unglaublich. Das ist jetzt sehr riskant, weil ich habe gerade wirklich, der ist so gut wie tot und so. Aber hoff halt, hätte halt gehofft, dass wir die vielleicht töten können, bevor es spät ist. Ah, Scotchmo, verdammt, ich dachte, das haut hin. Naja, dann können wir jetzt nur noch hoffen, dass Fallen Crusader, der echt nur sinnvoll ist, wenn wir gegen Roboter kämpfen, die Eishüpferkröte zumindest schrumpfen kann und es sogar töten. Yes! Das war sehr gut. Kommt schon, Verbündete, haut den weg, die radioaktive Kröte. Die sind schon unglaublich zäh, oder? Wie lange die da drauf boxen können. Und wir ja auch alle, also das Riesenteam, das wir da haben. Haben zwei Verbündete fusionierte mittlerweile im Grunde Kröten. Krass.
Ich habe außerdem ein bisschen Angst, dass die radioaktive Kröte jetzt gleich in einem riesigen Splash zerplatzt und alle meine Verbündete irgendwie umbringt, die da rumstehen. Ja, das ist tatsächlich passiert. Hurra. Aber wir leben. Mehr oder weniger. Die meisten leben mehr oder weniger. Was will man mehr? Botchmo könnte auch mal eine Heilung verbrauchen. Hab mich zwar gerade versprochen, aber es hat funktioniert. Vertragen, verbrauchen, alles das gleiche, in dem Kontext. Einen Molotow-Cocktail. Ein Pamphlet. Ein Bunker-Pamphlet-Wissensbuch. Ah. Bringt mir das wirklich was, das Wissensbuch? Müssen wir nachher machen. Ein Sägeblatt-Zestus, das haben wir schon mehrfach. Sollte ich da jetzt rangehen, während wir alle im Wasser stehen? Ich glaube, ich speichere vorher lieber mal. Haben alle Tierbegleiter überlebt? Das ist immer so blöd, weil das sieht man immer schlecht. Ich sehe den Hund, den Papagei, das Huhn, die Katze. Perfekt. Na dann, gehen wir mal da ran. Funkensprühender Sicherungskasten, während wir alle im Wasser stehen. What could possibly go wrong? Ach so, okay. Irgendwas hat die Kabel durchgebissen. Naja, vielleicht hat ihnen der Schlag nichts ausgemacht. Vielleicht haben die Kröten eine gekochte Mahlzeit bekommen. Ein Generator. Wir reparieren können und damit irgendwas aktivieren. Eine Tür. Erste Hilfe, permanent plus 1. Einmal Safe knacken, bitte noch. Oh, was haben wir denn hier? Gezackter Choke oder sowas. Gut, ein Rezept. Die Click 19. I see what you did there. Okay, dann haben wir alles geplündert. Dann gehen wir mal in den Raum, den wir gerade freigeschaltet haben, in dem wir den Generator hier repariert haben. Was irgendwie nicht... Ah, jetzt. Okay, das ist weird. Das war seltsam. Eine Falle. Ein Lüfter. Können wir mit dem Lüfter was machen? Scheint nicht wirklich. Können wir die Falle bitte entschärfen? Vorsichtig bitte, nicht reingehen. Okay. Oh. Ah, wir sind hinter der Wand der Gefängniszelle. Und da ist Ironclad. Und ich finde, wir hatten beide recht. Die Untertitel und ich. Er hat irgendwie eine Schrotflinte fest an seinem linken Arm montiert, aber hat trotzdem noch eine Hand. Trainiert er gerade mit nix, mit Luft? Warum haben die ihm seine Schrotflinte nicht weggenommen? Naja, wahrscheinlich ist sein Arm eben mit seiner Schrotflinte fest verbaut. Wahrscheinlich ist er ein Cyborg. Er kann endlich die Cyborg-Implantate kriegen, von denen ich schon so viel habe. Wahrscheinlich wirklich. Wer wird der nächste Begleiter? Dann muss irgendwer gehen. Ich weiß nur nicht, ob Jody oder Scotchmo. Ehrlich gesagt, von der Nützlichkeit her Scotchmo. Er ist halt ein betrunkener Kerl mit einer Schrotflinte. Und stattdessen können wir den coolen Cyborg mit einer Schrotflinte haben. Naja, jetzt gucken wir mal. Blicken wir erstmal durch den Lüftungsschacht oder durch die Lüftung. Und sehen in der Nähe die Silhouetten eines muskelbepackten Mannes in einer provisorischen Gefängniszelle. Ihm zuzuflüstern würde wahrscheinlich nicht die Wachen alarmieren, die vor der Zelle herumlungern. Psst. Huh? Who's there? Who's there? Bleib ruhig. Wir sind hier, um dich zu retten. Destiny provides. Good. I'm ready. Wait. Slip me some shotgun shells and I'll help you. Das ist eine ziemlich gute Idee. Einige Schrotpatronen durch den Lüftungsschacht reichen. Good. Aha. Und deswegen kann man hier in den Elektroraum gehen und gegen die Kröten kämpfen und so weiter. Das ist im Grunde der einzige Grund, damit man quasi ihm Munition gibt.
damit er uns jetzt gleich im bevorstehenden Kampf helfen kann und seine eigenen Wärter erschießt. Das ist schon cool. Sowas gefällt mir in Spielen immer. Das Spiel ist, was Questdesign angeht, sowieso super, habe ich das Gefühl. Super viel Variation an Möglichkeiten. Okay, dann gehen wir jetzt den Weg. Gasmine. Oh, hier sind aber viele Fallen. Nein, die ist Level 7, lauft! Die können wir gar nicht hacken, die ist zu... Oh, oh, und da ist auch noch... Oh, 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 oh. Gott, Schmau, geh weg. Da ist irgendwas. Okay. Jetzt ist es kaputt. Gehen wir mal noch mal ganz kurz zurück. Gehen wir uns schnell ein bisschen zurück noch mal. Oh, ich glaube, ich habe den Alarm ausgelöst. Naja. Gucken wir mal, weil es sind, glaube ich, schon wieder ein paar Leute hochgelevelt. Das ist cool. Wär's mit mehr Achtsamkeit. Für Abraxe und mehr Tierflüsterer. Dann kann ich wahrscheinlich irgendwelche Drachen-Endboss-Gegner zähmen, was schon echt verdammt cool wäre. Da muss ich aber noch sparen. Ja, aber das machen wir auch. Warum sind sowohl Abraxe... Ach so, nee, er ist der harte Hund im Team. Nee, aber da spare ich die Punkte. In harter Hund investieren wir jetzt nicht. Fallen Crusader ist noch hochgestiegen. Das ist gut. Ich glaube, hier brauchen wir auch dringend mal ein bisschen mehr Treffergenauigkeit vor allem. Mehr verrückter Wissenschaftler oder Nerdkram wäre schon gut. Mehr Mechanik. Haben wir wirklich keinen besseren Mechaniker? Doch. Aktuell die Private Jody Bell. Deswegen ist die wichtig. Ja, dann wird wahrscheinlich Scotch Mau rausfliegen aus dem Team, wenn wir dann wirklich den anderen kriegen. Gehackte Roboter erhalten plus 2 AP. Und da schaue ich gar nicht weiter. Das hätte ich gern. Mit so gehackten und gehirngewaschenen und gezähmten Gegnern spielen, finde ich immer super. Das mache ich immer super gern. Auch bei XCOM oder überhaupt, wenn mir Spiele das erlauben, dass ich die Kontrolle über Gegner übernehme, das ist mir immer am allerliebsten. Da spezialisiere ich mein Team immer am allerliebsten drauf. Das gefällt mir total gut. Cool, bei ihr haben wir schon gespart. Das heißt, wir können ihre Mechanik jetzt auf 9 erhöhen. Dann ist sie schon eine verdammt gute Mechanikerin. Das ist super. Dann kann Fallen Crusader nämlich seine Punkte für andere Sachen benutzen. Gut, gut. Gut, gut. Nochmal speichern, damit das nicht verloren geht, was wir gerade gemacht haben. Dann gehen wir wieder in den Fallenraum, der echt gemein ist, weißt du, da gibt's einige Fallen, die wir nicht mal entschärfen können. I don't know about art, but I know what I don't like. Ah, das ist so gemein. Das ist wirklich gemein, weil meine Leute gerne einfach mal im Fallen reinspazieren, well, wenn echt Trottel sind. Something, all right. Gehen wir erstmal da lang. Da ist nicht die Gefängniszelle. Und die Falle können wir zum Glück entschärfen. So you're the ones who've been shooting up the place. Mein Gott, guckt euch mal den da hinten neben dem Krankenbett an. Was hat denn der für eine Rüstung an? Der sieht ja aus wie... Ich weiß nicht, wie der aussieht, wie ein Alien. Naja. Bin ich mal gespannt. Harter Hund 5, sehr gut. Dieser Bunker füllt sich mit Leichen. Raus hier, sonst gehört er auch dazu. Oh oh, dieser Controller füllt sich nicht mehr mit Energie. Aber ich glaube, ich habe ein Ladekabel hier irgendwo dafür. Ja, hoffe. Passt, oder? Ja, okay. Ja gut, dann dieser Bunker erfüllt sich mit Leichen. Raus hier, solange ihr noch könnt. Everybody else? Son of a bitch. Doesn't matter. We got orders and we don't piss ourselves at the likes of you.
Okay, wir haben ihn zumindest Angst einjagen können. Und wir haben die Eröffnungsrunde. Das ist gut. Wahrscheinlich haben wir deswegen die Eröffnungsrunde, weil wir ihn Angst eingejagt haben. Aber warum hat denn bitte jetzt Abraxel nur seine halben AP? Das finde ich gemein. Gerade jetzt, wo ich seinen Superschuss endlich mal machen könnte. Das wäre gerade so gut. Die drei könnte er komplett alleine wegbolzen wahrscheinlich. Finde ich jetzt echt ein bisschen doof. Verstehe auch nicht ganz warum. Aber gut, dann gehen wir halt hinter dem Balken hier in Deckung und zünden den Kommandanten. Ah, und den Kerl dahinter versehentlich auch. Ausgezeichnet. What? Come on. Warum? Fallen Crusader. Wir können leider niemanden hacken, aber die Positionierung der drei schreit förmlich nach Rakete. Oh, da liegt jemand auf dem Bett. Den wollen wir nicht töten, glaube ich. Westwärts treibende Wolke. Nein, die westwärts treibende Wolke wollen wir nicht verletzen. Aber die anderen drei. Na, immerhin. Ah, ich wollte ihm eigentlich noch den Schrumpfstrahler wegnehmen. Da ist eine Tür. Interessant, die könnte ich auch angreifen. Machen wir jetzt aber erstmal nicht. Ich weiß nicht genau. Okay, machen wir erstmal mit dem an. Quatsch mal. In Deckung gehen. Hat denn der jetzt eine Schrumpflinte, dass der Leute krank schießen kann? Schon länger nicht mehr gereinigt. Bam! Der ist irgendwie quasi explodiert. Wortwörtlich. Komplett. Ziemlich krass. Q, wohin mit dir? Wir haben keine Deckung mehr. Das Spiel ist echt knausrig mit seinen Deckungen, finde ich. Aber okay. Keine Ahnung. Dann bleib einfach hier stehen. Du bist eh ein Scharfschütze. Du stehst so weit weg. Auf dich schießen sie schon nicht. Hört ihr, Söldner? Wenn ich das jetzt mache, ich habe ein bisschen Angst. Ich gehe lieber da nach hinten. Ich habe wirklich ein bisschen Angst, dass dann schwebende Wolke getötet wird durch den Flächenschaden. Nach dem Kampf dran denken. Hi, Lord of Skills. Wie geht's? Hallöchen. Dudala. Jetzt lasst uns mal gucken, wie wir das jetzt am besten hier zu Ende bringen. Kommen wir erstmal in da. Nein, Idole. Jetzt komm. Kann er den wahrscheinlich nicht mehr hauen, oder? Doch einmal geht noch. Na, immerhin. Ach, sogar nochmal. Und damit kommt dann der dritte Bonusschlag auch noch. Nee, doch. Er kam noch. Die Kamera ist nur schon weitergefahren. Naja. Ah, das sind aber auch nicht gerade die besten Trefferwahrscheinlichkeiten. Yes. Atomisiert. Sehr gut. Hab mir gerade Fallout 3 und Fallout New Vegas auf Steam wegen Angebot geholt. Ah ja, okay. Ich hoffe, es funktioniert bei dir. Ich hoffe, du kriegst beide zum Laufen. Die Steam-Versionen sind ja da ein bisschen gefährlich. Ich empfehle da echt immer die Good Old Games-Version, weil die in der Regel bei so älteren Spielen sehr viel besser laufen. Aber ja, es lässt sich, glaube ich, alles zum Laufen kriegen in der Regel. Es ist nur manchmal ein bisschen doof. Bei den Fallout-Teilen, den älteren. Okay. Oh,
Was? Ach komm, das nervt mich. Das passiert mir leider öfter, dass ich die Leute eigentlich nur irgendwo hinstellen will und dann lieben sie. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut, wenn das... Bin ich dagegen. Jetzt hätten wir nur noch einen. Aber leider... Ah doch, warte mal. Scotchmo darf auch noch. Scotchmo müssten wir sehr gut positionieren, damit er nicht das halbe eigene Team mit wegschießt. Aber mit ein bisschen Glück... Das war irre. Cool. Gut gemacht, Team. Gut gemacht. So, jetzt brauchen wir mal unseren Heiler. Nicht Fallen Crusader. Basti... Er muss jetzt nämlich mal unsere Verbündeten heilen, alle miteinander. Das ist wirklich ein bisschen doof an dem Spiel. Also das hat in der Bedienung, in der Menüführung sowieso so seine Macken. Aber dass die Begleiter, also die nicht Teammitglieder, sondern die Begleiter, über die hat man nicht wirklich einen Überblick, wie viel Lebensenergie die haben, wie fit oder kaputt die sind, was mit denen so los ist an Statusveränderungen und so weiter, ob die noch alle lieben überhaupt. Die sind halt, naja. Ja genau, reden wir mal mit westwärts treibende Wolke. Beziehungsweise looten wir erstmal kurz noch unsere Gegner. Feuerzeug, Heilung und Müll. Na dann. Westwärts treibende Wolke. In einem Bett liegt ein gebrechlicher alter Mann, der an vielfachen schrecklichen Verletzungen stirbt und nur noch mit Hilfe der Maschine atmet. Seine Augen drehen sich euch zu, als ihr euch nähert. Who's there? You removed my captors. Good. Now, take me out of here. I must die under the sky. Aber wenn wir dich aus dem Bett rausholen, stirbst du, bevor wir den Raum verlassen haben. Then end my life here. Better than waiting. Ich meine, wir haben einen Raketenwerfer dabei. Wir könnten versuchen, das Dach wegzusprengen. Das könnte ich dir noch anbieten. Wer bist du eigentlich? It is not mercy that keeps me from killing you. For not knowing my name, my body betrays me. I am clouds drifting west, leader and prophet of the Godfishers, slayer of unbelievers, launcher of a thousand kites. Und warum bist du hier? Buchanan's daughter turned my people against me. They beat me, broke my bones, but I escaped, came here, ordered Buchanan to make good on our deal. Turns his back and drags me here. Ach, dann hat die Tochter von Buchanan seine Gang übernommen, wahrscheinlich. May lightning strike him. Du hattest also ein Abkommen mit dem Patriarchen. Deal. He paid me tribute so that I would not raid his lands. Men, women, he delivered to us offerings for kites. Raise them to the gods. Man, I hope that's not true. The patriarch's been good to us. And me for a time. Der Patriarch hat dir Menschen als Tribut geliefert? Wer waren diese Leute? Don't know. Didn't care.
blood to bait the gods down from the sky. Na gut, dann beenden wir dein Leiden. Shut off the machine. Gods, prepare my welcome. I am coming home. So wie es sich anhört, ist er zwar ein ziemlich irrer Massenmörder-Sektenanführer-Kerl, aber man muss ihn ja jetzt hier trotzdem nicht leiden, ne? Finde ich. Das Einzige, was diesen gebrochenen alten Mann am Leben hält, ist diese Lebenserhaltungsmaschine. Will ich nochmal mit ihm reden? Okay, der redet nicht mehr. Dann schalten wir halt ab. Dann hätte ich ihn auch gleich mit meinem Raketenwerfer sprengen können. Aber andererseits haben wir jetzt Informationen erhalten. Anscheinend hat der Patriarch tatsächlich ziemlich krasse Shady Deals mit irgendwelchen Raider-Gangs gemacht und die sogar mit Menschenopfern beliefert. Naja, das ist nicht so super nett. Eine Blaupause für Kryokapseln. Und einen Soldatenhelm. Haben wir schon ein paar davon. Das Schloss knacken. Was ist denn eine Falle? Sollten wir uns da irgendwie Sorgen machen? Das sieht komisch aus, ne? Oh, nice place for a nap. Oh, yeah, eine gruselige Puppe. Der verfluchte Fred. Zeigt uns der da zwei Mittelfinger? Ich glaube schon. Die gruseligen Puppen sind super. Er hasst die Leute von ganzem Herzen, daher sein Wunsch, sie auszumerzen. Verleiht allen Truppenmitgliedern einen Bonus. Schaden gegen Menschen plus 5%. Na, das ist doch nett. Ich finde das Spiel schon sehr lustig. Das gefällt mir. Ist auch, finde ich, gerade was, also ich wollte gerade sagen, gerade was Text angeht, aber die Vertonung ist eh nicht übersetzt. Aber der deutsche Text ist auch sehr gut übersetzt, finde ich. Die haben den Humor sehr gut eingefangen. Was nicht unbedingt leicht ist. Vorsicht. Und Raider. Ah, bitte nicht in die Mine da unten treten, ihr Trottel. Ich sehe schon, wie sie reinlaufen. Nein, keiner reingelaufen. Okay. Okay, dann nochmal speichern, weil jetzt wird's ernst. Yeah! Freedom. Guckt euch seine Schrotflinte an, die er da hat. Der hat das Tor gerade weggesprengt. Was ist das für eine Schrotflinte? Hey, assholes, over here. And this is for the food. You wanna brawl, knock yourselves out. Wetten, wenn der in meinem Team ist, also vorausgesetzt, ich kann den überhaupt wirklich im Team haben. Aber wetten, wenn der in meinem Team ist, kann er nicht mehr die Leute One-Hit killen mit einem Nahkampfangriff. Genau, Wasteland ist der Vorgänger, der inoffizielle von Fallout damals. Und da wurde dann quasi eine eigene Reihe draus, die jetzt beim dritten Teil angekommen ist. Ist noch vom Originalteam, das damals auch am ersten Fallout mitgearbeitet hat. Oh yeah, Sturmhagel, nehmen wir die beiden. Das wird copyright-technisch wieder schwierig mit dem Lied, ne? Ah, aber es ist cool. Bringen wir den Cup schnell hinter uns.
Ah, wartet mal, da hinten sind tatsächlich Roboter. Die könnte ich hacken, aber ich komme in der Runde zumindest leider nicht mehr hin. Aber gehen wir mal nah ran. Schrumpfen wir den mal. Ich mal mit dem Overwatch. Was war denn das für ein kritischer Treffer? Meine Güte, war der kritisch. Das war ziemlich cool. Einer weniger. Hatte der extra seinen Schlag aufgeladen. Der hat mir voll kein Kamehameha machen wollen. Und dann haut er daneben. Wie lame. Ich dachte, jetzt zeigt er uns, was er wirklich drauf hat mit seinem Shotgun-Arm. Tja. Habe ich mir cooler vorgestellt. Vergiftet und blutig, aber so weit kommt eh nicht mehr. Der ist jetzt weg. So, hacken wir den Roboter hier mal. Aber da steht jetzt der NPC so gut davor, dass ich wirklich nicht weiß, ob wir den überhaupt treffen können. Also wir versuchen es natürlich mit allem, was wir haben. Sehr gut. Sehr gut. Gotchmo, bleib du lieber ein bisschen hinten. Du bringst unser eigenes Team nur um. Ich kenne dich doch. Okay, immerhin. Yo! Meine Güte! Dein Shotgun-Arm ist irre! Mein Gott, unsere Begleiter sind so doof, ey. Jetzt laufen die alle in die Aura von den Gehackten, damit sie Schaden kriegen und dann wieder raus. Oh. Now, who are you? Wir sind die Desert Drain. Ich sage einfach mal Freunde. Angela Death hat uns geschickt. Never heard of her. What's this about? Wir hörten, dass du vielleicht ein paar dreckige Geheimnisse von Buchanan und seinen Kindern kennst. Dirt on Buchanan. I am his dirt. That's why he buried me here. I am Warlord of the Scar Collectors, greatest slavers of the Colorado Plains. When the Patriarch came east to put us down, we gave him more than he bargained for. Stopped him cold. I know he tells his people he secured his borders by beating us. Makes himself out a real hero. Bullshit. He made a deal. Gave the Scar Collectors, Payasos, and Godfishes money and supplies to hunt east and keep the smaller gangs out. Wait, he kept the peace in Colorado by sicking the gangs on his neighbors? That ain't right. Yep. Not right for the neighbors. And not right for me. Worst bargain I ever made. Jetzt, wo ich weiß, dass er Sklaventreiber ist, finde ich ihn gleich gar nicht mehr so cool. Weiß ich nicht, ob ich ihn wirklich im Team haben will. Da behalten wir vielleicht doch lieber den alten Alkoholiker, der nichts kann.
Du willst also Rache an Buchanan? And his daughter. He stole my honor. She stole my army. Happened right after she failed to take her daddy's throne. Ran our way, and pretty soon realized she could turn our gangs against us by telling them about the deal we'd made with Buchanan, which we'd kept secret. She told them we'd settle for table scraps when we could have had the whole of Colorado. That we'd become guard dogs when we could have been kings. Which was the truth. So the gangs rose up. Star the Dreams overthrew Clouds Drifting West to lead the Godfishers. Let Chirito kill Slapstick to take the Payasos. And that rat Steel Trap jumped me and sold me to a bauxite mine. Now he's running the Scar Collectors. Not for long. Okay. Wie bist du von einer Bauxitmine hierher gekommen? Another stupid mistake. Wasn't hard escaping the mine, but then I ran to Buchanan. Asked him for help taking back the Scar Collectors. Promised him I'd capture his daughter for him, rein in the gangs. Fool. He told me I was weak and useless. Threw me in here. Well, I was weak. I let him distract me from my destiny with easy living. Now I'm back on track. And he will die for seducing me. Du suchst also nach Vergeltung. Once I take back the gangs from Liberty, I'll lead them east, away from your pretty little city, and use them to once again become ruler of the Wakarusa Redlegs, and then all of Kansas, as was ordained. Yeah, first, payback. Before I leave Colorado, I will put the Patriarch's head on a spike. If you want that too, maybe we can walk the same path for a time. What do you say? Could you use another gun? Erst habe ich noch ein paar Fragen. Make them quick. Wie kann ein Mann, der so sehr die Freiheit liebt, ein Sklaventreiber sein? Yeah, seriously. If a man is destined to be free, then he'll be free. If he's a slave now and doesn't think that's his destiny, then he should fight for it. Like I have. Was sind das für Narben auf deiner Brust? When I was born, my mother carved 12 lines into me, symbolizing the 12 trials I would overcome before I ruled all of Kansas. I've been crossing them out ever since. Once I take back the Scar Collectors, I cross out the 11th. Und wo hast du diesen Arm her? Can't be a Scar Collector without modding yourself. Part of getting jumped in. I chose the arm. Also gut, zurück zu dem, was wir Can't mit dir wait. Machen. Ich würde echt gern sagen, wir machen keine gemeinsamen Sachen mit Sklaventreiber. Aber andererseits könnte ich ihn jetzt schon temporär als Verbündeten brauchen. Danach würde ich ihn vielleicht trotzdem einfach einsperren. Ich meine, was hält mich denn davon ab, dass ich ihn dann einfach in meine Gefängniszelle werfe, nachdem wir gemeinsam Buchanan gestürzt haben? Haben wir zwei Probleme weniger. Deswegen sage ich jetzt willkommen an Bord. Aber ich habe kein gutes Gefühl dabei. Aber er ist ein Begleiter. Ich kann keine Begleiter wegschicken. Ich könnte ihn sogar echt angreifen und töten. Dammit. Aber nee, er ist halt ein Begleiter. Und ich will so Videospielen. Ich will alle Begleiter haben. Ich bin ein Sammler. Es hilft nichts. Ironclad, du bist ein Mitglied unserer Gang. Vorübergehend. Du bist jetzt ein Ranger. Also benimm dich auch so. Lino. Ich meine, er ist ein Cyborg. Das muss man schon, das muss man ihm lassen. Hinterhältiger Scheiß.
kann er halt gar nicht. Witzigerweise ist er in Führung ziemlich gut. Was im Grunde heißt, er ist unser neuer Anführer. Oh, was war das gerade? Ja, okay, gut. Dann, Scotchmo, musst du jetzt mal raus. Aber Scotchmo ist jetzt schon im Hauptquartier, nehme ich an, oder? Das wäre sonst dämlich. Der gehört ja in die Sammlung. Könnte ich jetzt bitte die Beute hier looten? Irgendwas stimmt gerade nicht. Jetzt, okay. Munition, Geld, Müll, Müll. Munition, Munition, Müll. Heilung, Müll. Was ist das? Maschinengeschriebener Brief. Captain, die erste Zahlung ist wie vereinbart am festgelegten Übergabeort deponiert worden. Lass keinen aus dem Bunker raus. Wir werden jeden Monat weiterzahlen. Buchanan. Audit Zellenschlüssel. Ach, das wäre wahrscheinlich, wenn ich ihm nicht die Munition gegeben hätte. Dann hätte er sich nicht selber freischießen können. Dann hätten wir hier wahrscheinlich jetzt den Schlüssel gebraucht, nehme ich an. Müll, Müll. Müll, Müll. Ach nee, das war eine Herstellungskomponente, kein Müll. Na schön. Lass knacken. Reminds me of the cow shed back home. Actually, no. This is worse. Wilde Panzerung. Wilder Helm, wilde Beine. Das wäre das komplette Set im Grunde von der Rüstung, die Abraxe anhat. Irgendwie steht zwar da öffnen, aber ich kann die Tür nicht wirklich öffnen. Aber ist zum Glück auch nicht unbedingt notwendig. Beine und Zigaretten. Und jetzt, ja, aber jetzt steht Scotch mal einfach hier rum. What were we talking about? Kommst du genug zu trinken? You're trying to be funny? I've been trying to catch the bartender's eye for 10 minutes. Hey, over here! You bet. That's what I came here for, ain't it? Das ist jetzt aber wirklich ein bisschen blöd. Bleibt jetzt Scotch mal hier drin stehen oder wie läuft das? Weil das wäre jetzt sau blöd. Look alive. Whoever took out the other ship could still be around. Oh shit! It's the Desert Rangers! Pull back! Do not engage! The Patriarch can keep his money! Ach, die laufen jetzt vor uns weg. Wir haben uns scheinbar schon einen Namen gemacht hier. Das wird jetzt dem Patriarchen nicht so gefallen, ne? Schauen wir mal. Thanks for the hospitality, assholes. Daylight, here we come. Ich muss dann echt mal in unser Hauptquartier zurück und gucken, ob das Scotch mal rumsteht. Weil wenn nicht, dann muss ich einen von unseren Begleitern mal kurz abstellen und Scotch mal abholen. Weil ich kann ihn nicht da unten in dem Bunker lassen, das ist ja voll dämlich. Ich hab gern meine schön sortierte Gang auch wirklich in meinem Hauptquartier. This is Dead Red calling those November Cowboys one more time. Heard you met Ironclad Cordite. Ja, wir haben Cordite getroffen. Er war im Bunker eingesperrt, wie du gesagt hast. So now that you've talked to Cordite, you know what the Patriarch is really like, right? Hmm.
Wir sind jetzt insgesamt sehr verunsichert. Das trifft's ganz gut. Aber du und Cordite haben uns eine Menge zum Nachdenken gegeben. Good. I guess that's all I can ask. Keep your eyes and your mind open. Is he with you now? Warum ist dir Cordite so wichtig? Let's just say there are places where our hopes for the future overlap. Now, do you have him or not? Komm schon, du musst uns mehr von Cordite erzählen. Sorry, Cowboys. Not till I can trust you a little bit more. Now, don't keep me in suspense. Is he with you? Ja, wir haben ihn gerettet. Glad to hear it. Do your best to keep him alive. He could really help us out when things start happening. For now, just keep helping the Patriarch collar his kids. We're with him on that. Can't have a bunch of rabid animals running around loose, can we? Although, I guess he wants you to bring him back alive. We don't care so much about their condition. Hallo, Entengamer, wie geht's? Fact is, Colorado will be a whole lot safer without him. The Patriarch's heirs will always have a claim on this land. And from what I hear, they're even worse than Buchanan himself. Anyhow, I'll be in touch. Dead Red, over and out. Die Dead Red. Ja gut, und jetzt spazieren wir einfach mit diesem Hochsicherheitsgefangenen aus dem Geheimgefängnis unter der Statue durch die Stadt und raus einfach an den Wachen vorbei. Na dann, bin mal gespannt. Das klappt. Ich meine, vielleicht war der wirklich so ein geheimer Sträfling. Ich meine, Buchanan hat ihn ja sogar von Söldner bewachen lassen und nicht von seinen eigenen Leuten. Das stimmt schon. Wahrscheinlich ist der wirklich so geheim, dass die Wachen den tatsächlich einfach nicht kennen. Weil niemand von dem wissen darf. Weil niemand von dem Deal wissen darf, den Buchanan mit ihm früher hatte. Das wird schon Sinn machen. Das stimmt. Hello? Hallo. Du musst nicht schreien, Charlie. Oh, sorry. Glad I got a hold of you, Red Hat friends. Your old friend Charlie is at it again. I found the way to increase our fortunes. How does that sound? Over! Das klingt nach einem Scam, würde ich sagen. Vermögen klingt gut, aber kannst du bitte aufhören zu schreien? Aha! I mean, haha! I knew you'd be up for this. Charlie knows you visited the bazaar, and you know how important it is to trade in Colorado. And more importantly, how wealthy it is. Problem is, the monster army holding it is weak. Without your help, they'd already be gone. But, sooner or later, someone is gonna wipe them out. So why not make it a cartel stronghold? With your help, it'll be easy. And you'll be well compensated for your contribution. Und warum sollte ich dir trauen? Why wouldn't you? I dealt straight with you so far, right? Didn't I tell you the truth about McTavish? Don't I always tell you the truth? Come on, Red Hats, it's me, your old buddy Charlie. Warum willst du nach allem, was in Little Vegas passiert ist, mit uns arbeiten? Well, since Mr. Brigo's gone, Charlie has found himself bereft of gainful employment. But when opportunity comes knocking, who does Charlie know who's efficient and can handle themselves in a fight? You help me with this, and there'll be no hard feelings about the nightclub business, Red Hats. It's simple economics. Was bedeutet gut entlohnt? Don't worry. Your old buddy Charlie won't sell you short. We just need a little assistance, and you'll be paid handsomely. Naja, Nebenquest, tun wir's. I
you'd say that. All right, we have a hideout not far from the bazaar entrance, near the old parking lot. We'll hole up there and wait for you. Bring your whole team, and the bazaar will be ours. Ich weiß nicht, was ich von der Quest halten soll. Aber schauen wir mal, was wir dafür Rüstungsgegenstände bekommen haben. Benötigt Stärke 5, Panzerung plus 7. Das klingt auf jeden Fall ziemlich gut. Wir haben jetzt aktuell Panzerung 13, aber wir haben ja da auch Mods drin. Einen Mod, der plus 4 Rüstung bringt. Das ist aber immer noch besser dann. Okay, dann behält Abraxe die Rüstung und ich befürchte, sonst wird die wieder niemand anziehen können, oder? Weil niemand Stärke 5 hat. Ach so, doch natürlich. Der könnte die anziehen. Dann müssen wir mal gucken. Aber die können wir leider nicht modifizieren. Schade. Hey, aber vielleicht könnte ich ein paar Rüstungsmods herstellen. Das wäre cool. Mod. Mod. Panzerungsmods. Aber das sind irgendwie... Die sind alle nicht für die Rüstung, oder? Aber... Für die der Helme stelle ich auch mal welche her. Ein paar Waffenmods stelle ich auch einfach mal her, wenn es geht. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwas damit modifizieren können. Ja gut, schauen wir mal, ob wir irgendwas modifizieren können. Konstitution plus 10. Na gut, okay. Könnte man gucken. Konstitution plus 10. Ausweichen minus 4. Vielleicht wäre das tatsächlich was für unseren Idolem. Rüst sie mal aus, weil die Rüstung hier, die taktische Panzerung, ist auch sehr gut. Aber die hat keine Voraussetzung. Die kann jeder anziehen. Deswegen macht das, glaube ich, schon Sinn, dass Idolem lieber dann die nimmt. Hat er zwar ein bisschen weniger Rüstung, dafür aber viel mehr Panzerung. Konstitution meine ich. Nein, seine Hosen... Jetzt die Tiefe, Ausweichen und Panzerung. Ja, machen wir mal. Ah, wir machen Panzerung. Warum bringt er mich immer wieder ins Standard-Startmenü zurück? Das nervt. Okay. Gute Hosen hat er schon mal. Was ist mit dem Helm eigentlich? Nein, der Soldatenhelm ist einfach wirklich sehr viel besser. Okay. Wir haben noch einen Soldatenhelm. Hey, ah ja, gut. Ich will ihm echt eigentlich seinen roten Ziegenhelm nicht wegnehmen, ne? Aber theoretisch ist er schon modifiziert, wahrscheinlich. Ja. Das dürfte alles schon modifiziert sein. Nein, seine Beine sind tatsächlich noch nicht modifiziert. Na dann ein bisschen mehr Initiative rein in die Beine. Perfekt. Den habe ich gerade modifiziert. Ja, passt. Gut, dann schauen wir mal kurz. Ich glaube, wir können jetzt hier ein bisschen Rüstung upgraden. So durch die Bank. Eventuell. Trefferchance und Wahrnehmung sind schon gut. Modifiziert die Helme jetzt auch mal. Bonusschaden, dafür weniger Panzerung. Ist eine Überlegung wert. Ja schon. Ja, bei Hosen weiß ich es.
Nee, also Trefferchance Behälter. Der Scharfschütze. Wobei der eh eine gute Trefferchance hat. Vielleicht wäre mehr Schaden gar nicht blöd. 10% mehr Schaden. Der haut mit einzelnen Schüssen unter Umständen schon viel Schaden raus. Könnte man die Trefferchance... Ach ja, komm, die sinkt um 1% die Trefferchance. Dafür 10% mehr Schaden. Okay. Neuer Helm. Es ist immer furchtbar, wenn die neue Helme tragen, erkenne ich die immer eine Zeit lang überhaupt nicht mehr, weil ich mich schon so daran gewöhnt habe, dass die aussehen, wie sie aussehen. Verwirrt mich dann immer komplett. Na gut, der nächste bitte. Ah ja, guck, einfach mal mehr Panzerung ohne irgendwelche Nachteile. Auch keine Vorteile, aber, also außer Panzerung, aber ist gut. Gleiche Panzerung. Das ist eigentlich, das ist egal. Nee, okay. Dann sie hier. Die Jodie Bell, die relativ neue im Team. Die hat noch gar keine Hosen. Na dann. Wird's aber Zeit, die neue Hosen kriegt. Ich finde Panzerdurchschlag ist für eine Scharfschützin schon ganz schön gut. Muss man schon sagen. Aber den Helm kann sie haben. Statt den anderen. 10% mehr Schaden klingt nämlich noch besser. Okay, wir haben eine zweite Ziege im Team. Dann unser neuer Cyborg-Sklaventreiber. Bin immer noch nicht sicher, was den angeht. Aber jetzt ziehen wir ihn mal um. Dann schauen wir mal. Ah ja, der kann tatsächlich die Cyborg-Sachen nehmen. Das ist schon cool. EMP-Zylinder. Schädigt und schockt alle Ziele in einem Bereich um den Nutzer herum. Und es ist das Heilrate erhöht. Nehmen wir mal den Schockzylinder. Haben wir auch keine Hosen mehr für ihn. Wir haben noch die Strapse, aber die haben keine Werte. Kann ich... Oh, das stimmt. Kann ich die Strapse modifizieren? Ja, kann ich. Dann... werden es wohl die Strapse. Besser als nix sind die nämlich, wenn wir den Mod reinbauen. Ausweichen und Panzerung. Na dann. Hosen gibt's nicht. Wird vielleicht ein bisschen kalt da draußen, aber vorübergehend hilft's nix. Naja. Okay. Dann. Was hast du eigentlich? Du hast gar keine Waffe. Er hat gar keine Waffe in der Hand. Vielleicht braucht er keine Waffe, aber ich denke wahrscheinlich schon. Der ist auf Handgemenge spezialisiert. Das ist ganz cool, weil Idolim ist auf Nahkampf spezialisiert. Das sind verschiedene Sachen. Handgemenge sind so Schlagringe, Boxhandschuhe. Nahkampfwaffen sind so Messer, Schwerter, Baseballschläger. Das heißt, dass wir ihn wirklich anders spezialisieren können, auf andere Waffen. Die nehmen sich nicht die Waffen gegenseitig weg. Aber ich würde sagen, dann braucht er Stärke. Dann gucken wir nämlich mal, was wir da noch haben, so an Nahkampfwaffen. Haben wir nämlich. Zum Beispiel das Sägeblatt-Zestus. 36 bis 53. Ach, bis 12. Das war's schon. Mehr haben wir nicht, oder wie? Ich sortiere mal kurz auf Waffen. Ja. Na, dann nimm mal das Sägeblatt-Zestus. Und die Schrotflinte am Arm. Wahrscheinlich eine Special-Waffe. Ja, na dann. So, jetzt würde ich gerne mal in unser Hauptquartier schauen.
Hier ist immer das leise Rauschen. The Giffers cut off our oil supply. That's our only. Read the last issue of the Colorado Patriot. Oh, real funny cartoon in there. When Jeffy ripped the robo arm off that scar collector and dragged up. I was gonna ask about the articles, but never mind. Warum kommt hier am Platz immer diese Rauschen? Hast du eigentlich noch irgendwelche Quests, Sheriff Daisy? Da wir nun zusammenarbeiten, habe ich eine heikle Frage. Der Patriarch scheint gesundheitlich angeschlagen zu sein. Also, wer würde im Fall seines Todes seinen Platz einnehmen? Why? Want me to say it should be you? Die Ranger könnten in Colorado für Sicherheit sorgen. Mit den richtigen Freunden. Wait, what? What are you saying? We don't want to rule here. We're only here to help Arizona, right? Careful, Rangers. You're upsetting your recruits with all your wild talk. But, yeah, if you wanted to do something like that, you would need some friends. Du sagst, dass der nächste Anführer von Colorado ein Freund der Marshalls sein muss. Sind wir Freunde? I like you, Rangers. But a girl needs to be sure before she commits, if you know what I mean. We ain't quite there yet. Na gut, okay. Ich habe noch andere Fragen. What's on your mind? Ich habe keine Fragen mehr. Auf Wiedersehen. Roger that. Aha, wir können uns also wirklich mit der Fraktion hier auch wirklich anfreunden, Dann ist quasi die Polizeikraft von Buchanan auf unserer Seite. Das ist schon cool irgendwie. Spannend, wie sich das hier noch so entwickelt in unserem Spiel. Wer am Schluss unsere Verbündeten und wer unsere Feinde sind. Conspiracy unmasked! Rangers in league with human smug. Hey Rangers, looking for the latest news? Nee. Muss ich mal kurz gucken. Habe ich versehentlich irgendwas gemacht, dass der seine Patriarch maintains support for Rangers. No comment on refugee scandal. Nicht den Flammenwerfer, das andere. Ah, ich kann aber den Flammenwerfer mal ein bisschen modifizieren. Wie wär's denn mit einem plus 15 Kegelwinkel und plus 5% Trefferchance? Refugees flood the city. Reyes says Rangers aren't to blame. An Waffen modifizieren denke ich komischerweise immer gar nicht. Aber das ist wahrscheinlich auch keine schlechte Idee, da mal durchzu. Ah ja, guck. Mehr Trefferschuss für die Nahkampfwaffe. Ja, meine Güte. Warum komme ich denn da jetzt erst drauf? Kritische Chance plus 3%. Die Schrumpfwaffe, ja, die wollte ich austauschen, das stimmt. Habe ich ganz vergessen. Dünn. Ah, da ist sie. Andere Laserwandlung. Refugees flood the city. Reyes says Rangers are to blame. Hä? Warum überschreibt denn das Zielfernrohr den Unterlauf? Ach, das andere kann ich draufbauen. Ach, das ist ein Unterlauf, das Ding da. Okay, okay. Conspiracy unmasked. Aber wenn das so ist, dann kann ich, glaube ich, auf sein Scharfschützengewehr das dann noch bauen. Ja. Nice. Nice. Das ist gut. Sonst noch irgendwelche Modifizierungsmöglichkeiten? Ja, ein Griff. Mein Gott, der Paperboy nervt mich. Mein Gott. Er schreit mir die ganze Zeit ins Ohr. Gehen wir weg hier, schnell. Das Spiel aber auch nicht auf Pause drückt. Ah, wo, ich verlaufe mich schon wieder so. Bin nie wieder zurück in unsere Basis. Wir sind hier in der Stadt gefangen, befürchte ich für immer. Yeah, always watching when I'm shopping.
Hier schon wieder. Da ist immer dieses leise Rauschen. Genau hier, bei dem Gullideckel oder so. You're the rain. Goddamn Gippers. Cut off our oil supply. Anything ever happens to the Patriarch? Ein paar Ranger, ein paar Zivilisten rum. Nobody else could... Welcome to... Wait a sec. Aren't you the ones who kicked those Dorsey thugs out of the garden? The Rangers, right? Must be something I can get for you. Erzähl uns deine Geschichte. Just a simple humanitarian who saw a niche that needed filling. Now, are you buying or are you talking? Auf Wiedersehen. You'll be back. Keine Ahnung. Warum hier mein Radio immer ausschlägt. Oh, sind das schon Felder? Feld. Na, gut, bin mit. Reisender Straßenmusiker. Lied vom Straßenmusiker anhören. When the world expired, we were forged in the fire. A shield made of muscle and grit. Protecting the needy and fighting the greedy. We fought because we gave a shit. And we'll keep on fighting. For there's wrongs to be righting. And our victories. Ich will mir das jetzt fertig anhören. Das ist ja unhöflich, wenn ich jetzt gehe. Ich wollte da rausfinden, ob du das Sünd bist. Glaub dir, dass du ein Mensch bist. Passt schon. Der bist du. Die Frau starrt das zugenagelte Museum finster an und tritt in den Schnee. Sie erschrickt sich, als sie euch bemerkt. Who? Oh, hold on. You're the Rangers, right? Talk of the town. Welcome to Colorado. Wer bist du? Junko Murayama, sculptor, roboticist, amateur historian, and former curator of the Colorado Springs Museum of History. Ehemalige Kuratorin? Can you believe it? I really fixed up that museum. Before me, just a bunch of dirty old trash we had to go look at 5 times a year in school. I brought the place into the 22nd century, scavenged some old robot parts to rebuild the animatronics, remade all the replicas from scratch, cleaned all the blood off the scar collector weapons. Good stuff. Warum ist das Museum geschlossen? Officially, because of the Dorsey raid. But I think they didn't like the questions I was asking about the Patriarch's history while I was renovating the exhibits. I mean, why else would they tell me they'll be hiring a new curator? What's that got to do with the raid? Warum glaubst du, dass das Museum aufgrund deiner Fragen geschlossen wurde? I don't even know. I sent Diligent Joe, the Patriarch's private secretary, a list of questions about the Dorsey family and the routing of the Plains gangs. Just trying to clear up a few weird discrepancies, you know? Well, he doesn't get back to me, and then the raid happens, and I'm out on my ass with no explanation. That's weird, right? Klingt, als wärst du stolz auf das Museum. Heck yeah, I am! It was a real sight to behold before they shut it down. Animatronic exhibits portraying our great history, true relics of our struggle to survive, displayed for all to see. Authentic handmade replicas of lost treasures. Just some real A-plus quality work, if I do say so myself. Ich frage mich, wo das Gespräch hinführt. Ich hoffe ja, dass ich die vielleicht anheuern kann. Wir haben noch einen leeren Raum. Mach doch ein Ranger-Museum in unserem Hauptquartier mit unseren Trophäen, die wir so hier in Colorado gesammelt haben. Das wäre cool. Mein Gott, das wäre eine coole Mechanik. Ich hoffe, das gibt's wirklich. Mal schauen, wo das hinführt. Wir haben uns die Ausstellung, die ausgestellten Objekte angesehen. Oh ja? What'd you think? Also, ich weiß nicht, ob du auch das Lied geschrieben hast,
Aber das ist ein Ohrwurm, ohne Scheiß. Ja, und es war natürlich total super. Super Sache, du kannst stolz auf dich sein. Right? Thank you. Nice to be appreciated. I mean, I didn't do it for the praise, but if you want to keep on, I'm way into that. Ja, nein, doch tatsächlich. Wir haben in unserem Hauptquartier einen großen Raum, der perfekt für ein Museum wäre. Willst du dich den Rangers anschließen und unsere Kuratorin werden? Das ist ja der Hammer. Mein Gott, ich stelle mir das Feature wahrscheinlich viel cooler vor, als es dann in Wirklichkeit ist. Aber yeah, her damit. That's rad. Heck yes. Das ist krass, aber richtig. Thank you. You won't regret this. You're over at the old airbase, right? I've read all about that place. I'll see you back at your HQ. Na, cool, dass ich nochmal mit der geredet habe. Neuromancer, hallo, denkst du, wenn in der Fallout-Serie Wets benutzt wird, wird es dargestellt wie eine Schießerei in der Matrix? Ich keine Ahnung, wie das dargestellt wird, aber ich habe eh beim letzten Mal, glaube ich, wurde die Frage auch schon gestellt, so in der Art. Da habe ich eh schon gesagt, dass ich mir das eher so vorstelle, dass man einfach einen Zielcomputer hat, der einem hilft beim Zielen. Dass das gar nicht so mit Zeitlupe und irgendwie Zeit anhalten und was weiß ich was abläuft, sondern eher quasi einfach wirklich so eine KI, die einem lenkt, mitlenkt. Aber in der Serie könnte es schon vielleicht auch so ein bisschen Sherlock Holmes mäßig dargestellt werden. Wie man sieht, wie dann quasi berechnet wird, hier auf das Körperteil so und so, könnte ich mir vorstellen, wenn die überhaupt das irgendwie abbilden wollen in der Serie. Warum dauernd mein Radio anspringt, verstehe ich immer noch nicht. Aber ist mir mittlerweile... Wer ist verdächtig? Was ist mit dem? Vielleicht sollte ich noch mal kurz eine Runde hier drehen und einfach mit Leuten mit Namen reden, oder? Thanks again for helping us, Rangers. Bitte. You've done a lot of good for people in need. Bevor wir in unser Hauptquartier gehen, könnten wir theoretisch schon noch... Ah, da fällt mir gerade ein. Haben wir vielleicht noch Bücher, die wir lernen können tatsächlich? Das könnte nämlich sein. Ach ja, und mir fällt noch was ein. Ne, warte mal. Ja. Golem ist schon wieder hochgelevelt. Das ging aber irgendwie schon wieder schnell. Meine Güte. Die werden so schnell erwachsen. Aber jetzt sparen wir die Aktionspunkte auf jeden Fall. Machen wir jetzt schon bei einigen, aber hilft ja nichts. Aber eigentlich wollte ich schnell gucken wegen Büchern. Wir haben nämlich, glaube ich, mindestens ein, zwei Lehrbücher, mit denen sich irgendwer eine permanente Skillerhöhung holen könnte. Wenn ich die finde hier. Ah, hier. Zwei Stück haben wir da immerhin. Ja, Brettspiel. Erste Hilfe und harter Hund permanent plus eins. Muss ich nur kurz gucken, wer unser bester harter Hund ist. Das ist tatsächlich Abraxe. Ja, dann. Bei anderen harten Hunde haben wir nicht mehr im Team. Dann kriegt Abraxe jetzt die permanente harter Hund. Nein, Abraxe kann er nicht lesen. Damn it. Abraxe kann ja nicht lesen. Genau, das Problem hatten wir ja schon mal. Deswegen. Aber wir haben auch noch das permanente Erste-Hilfe-Buch. Das ist was für Basti. Das können wir auf jeden Fall lesen. Sonst kann aber auch niemand harter Hund, ne? Nicht mal ein bisschen, glaube ich. Ah, doch. Na gut, aber... Nee, Quatsch. Nee, harter Hund hat sonst wirklich niemand. Na, dann ist egal. Aber ich habe hier anscheinend echt manche Müllhaufen noch nie durchsucht. Hier, schon wieder. Warum? Was ist das? Ich verstehe es nicht. Did you just get... Ew, Troy!
Those old people are looking at us? It's okay, Brandy. I got this. Get lost, you perv douchebag. Wait a minute. You're old, right? Can you get us some beers? A stupid Mary Milkteeth won't sell us any. Ich glaube, mit denen haben wir schon geredet. Ach so, ich kann denen jetzt wirklich Bier geben? Hier, bitte, nehmt Bier. Ew. Light? Guess it's got alcohol, so whatever. Thanks. Oh, yay! Light is my absolute fave. Patriarch maintains support for you Rangers. You needle-dicks are all right. No comment on refugee scandal. Ach schau, die Jugendlichen in der Stadt mögen uns jetzt auch. Was will man mehr? Na gut, keine Ahnung. Reden wir mal nochmal mit dem komischen Hohepriester-Kerl da. Rangers, what brings you here? Dem haben wir lang nicht mehr geredet. Ja, hat doch nichts mehr zu sagen. Na dann. Dann gehen wir mal zum Ranger-Hauptquartier zurück. Schauen mal, was unser Museumsraum jetzt so hergibt. Bin schon gespannt. Ah, sowas mag ich total gern, wenn das nur einigermaßen schön gemacht ist und wir so ein bisschen quasi unsere Erfolge, unsere Missionen quasi in so Ausstellungsstücken jetzt bewundern können. Das allein fände ich schon schön. Mal gucken. Sowas ist toll. Ah ja, und es warten ja auch noch komische Leute hier, ne? Stimmt, aber jetzt gehen wir mal kurz. Ich komme gleich zu euch. Ah, und ihr nervt auch, ne? Die wollen auch irgendwas. Please, Miss Hackett. There's no reason to get so angry. The hell there isn't! My people didn't start that fight. One of your Rangers started it, and now you're telling me we gotta be the ones to give up our space? I'm just saying. Oh, Team November, I'm glad you're here. There was an altercation in the barracks. Eine Auseinandersetzung? Nothing serious. No one was hurt. Some harsh words and a shove. Sergeant Gretzky's already put the recruit on latrine duty. A fair punishment. Yeah, well, this isn't the first time your recruits have had harsh words for us Rangers. You need to get your people under control. Gretzky's recruitment efforts have gone well, and HQ is filling up. More new Rangers every day, which is great for our mission, but it also means we're running out of beds in the barracks. Rangers are having to sleep in shifts. This is leading to friction with Miss Hackett's people, who, as you know, were there first. Some of the new Rangers don't understand this, and they think of them as, well, freeloaders. Usually, it's just snide comments. But today, one of yours started shouting that we should be thrown out of our home before trying to pull Davy off his cot. Which is completely unacceptable behavior. Unfortunately, the problem's not going to go away if we ignore it. We need a solution before things explode. Na gut. Das war nicht der erste Vorfall. There have been plenty. Most of your Rangers are all right with us, but there's more than a few who ain't. Calling us names as they walk past, or telling us we're on borrowed time here, in our own home. Miss Hackett, I'm embarrassed. Part of the oath we take as Rangers is to protect the downtrodden. It hurts to hear that our recruits are failing to live up to that oath. Aber wirklich. Something must be done. Aber wirklich, ich finde das auch unacceptable. Yeah, well, we're waiting. We gotta nip this bullying in the bud. These people were here first, and we made a promise to them. Ganz genau, Jody Bell. Ich bin eurer Meinung. Vorschläge? Well, the warden here suggested we move into the brig. I suggested she shove that idea up her ass and leave us be. Hey! Rick Grandcheck oder so. Danke fürs Abo verschenken. Eine Welle Abos hier in der Community verschenkt. Dankeschön, voll nett von dir. Rick Grandcheck. Ah, wie Rick Sanchez. Ich verstehe. Dankeschön.
We were here first. We don't take up much space, and you said the barracks were ours when you first showed up. But things have changed since then, and they're not going to change back. If we're going to live side by side, we both have to be flexible. Okay, here's my Entscheidung. Wenn wir eine Abmachung treffen, halten wir uns auch dran. Ihr könnt hier bleiben. Jeder Ranger, der damit hat, wird gemacht. Regelt. Die Abmachung bleibt bestehen, aber wir sollten sie und getötet. Gefängnis, im Gefängnis ist noch Platz, dort könnt ihr bleiben. Mir leid, Del, aber nee. Wir hatten eine Abmachung und daran halten wir auch. Ihr steht quasi unter unserem Schutz, natürlich. Ihr könnt hier bleiben. Ihr bleibt in den Baracken und jeder Ranger, der damit ein Problem hat, wird gemaßregelt. You're siding with us? Was machen die Ranger? Wow. Thank you, Rangers. The honorable choice, Team November. But it won't lessen the friction. I'm afraid we'll pay for this later. Dann kümmern wir uns später drum. Was hier jetzt hin? Warum ist das eine Cutscene? Gar nichts. Das ist normal. Ist irgendwas kaputt gegangen? Ich kann nichts machen. Ah! Ich stelle fest, dass die Diskussion mit dem die Aufmerksamkeit der umherstehenden Ranger Recruit. Ich kann nicht mehr reden, ey. Okay, zum Glück können wir gut Arsch kriechen. Deswegen sagen wir, ihr Rekruten wollt wissen, was wir von der Situation in der Kaserne halten. Na schön, hört zu. Die Rekruten hören auf, so zu tun, als würden sie arbeiten und schenken euch ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Wisst ihr, warum die Ranger so viel aufs Spiel gesetzt haben, um Colorado zu erreichen? War nicht unseretwegen, sondern für die Menschen, die wir zurückgelassen haben. Das ist eine gute Antwort. Machen wir mal weiter. Das hier ist keine Ödland-Miliz und keine Bande von Banditen. Ich muss mal ganz kurz die Katze rauslassen. Die hat jetzt die ganze Zeit geschlafen und jetzt wollte sie raus. Das hier ist keine Ödland-Miliz und keine Bande von Banditen. Wir haben euch nicht rekrutiert, damit ihr euch wie ein Trupp Schläger aufführt. Ihr habt einen Eid geleistet und wir nageln euch darauf fest. Finde ich auch gut. Ihr mögt es nicht, eure Betten mit Flüchtlingen zu teilen. Ihr mögt es nicht, euer Essen zu teilen. Schlaf zu bekommen. Scheiß Pech. Ich sag das Zweite. Das ist keine Ödland-Miliz und keine Bande von Banditen. Wir haben euch nicht rekrutiert, damit ihr eine Truppe von Schläger und so weiter, ne? Das sage ich. Die Rekruten hören missmutig zu. Ein paar murmeln frustriert, verstummen aber beim Anblick des Aufsehens. Die Desert Ranger wurden als Streitkraft für die Gerechtigkeit ins Leben gerufen. Eine Streitkraft der Hoffnung. Nicht nur für Arizona, sondern für alle. Oder warum? Weil die Hölle vor unserer Tür steht, Ranger. Sie ist scharf auf das, was von der Menschheit noch übrig ist. Und wir sind die Einzigen, die sich irren. Oder Arizona verhungert, Colorado nimmt sich selbst auseinander. Die Leute brauchen uns. Wir? Na, da finde ich das Erste das Beste. Die Desert Ranger wurden als Streitkraft für die Gerechtigkeit ins Leben gerufen. Eine Streitkraft der Hoffnung. Nicht nur für Arizona, sondern für alle. Die Rekruten versinken in Gedanken. Einige nicken widerwillig, als du fortfährst. Der Eid ist es, anderen zu dienen und sie zu beschützen, unabhängig von Folgen für uns selbst. Wir müssen als gutes Beispiel vorangehen, damit andere folgen können. Ansonsten ist die Welt wirklich verloren. Das finde ich gut. Oder? Wir haben einen Eid geleistet, die Hilflosen zu schützen. Eine Streitkraft der Gerechtigkeit zu sein, wo es noch nie zuvor eine gab. Wir haben geschworen, eine bessere Welt aufzubauen. Nicht weniger erwarten wir auch von uns.
Ja, finde ich auch okay. Also haltet euch an die Regeln oder verzieht euch. Weder das Hauptquartier noch wir haben Zeit für euer Rumgeheule. Verstanden? Finde ich in dem Fall eigentlich auch ganz gut. Aber ich sage das Erste natürlich. Sind wir wieder mal voll. Ja. Ne? Überschwänglich. Die Rede scheint Eindruck hinterlassen zu haben. Die Rekruten kehren zur Arbeit zurück, konzentrierter und motivierter als zuvor. Ganz, ganz recht. Wir sind hier die Guten. Yes, sir, it is. How can I help you? Here to serve. Say I was the kill, the marshal. That murder. Well, I suppose that's next. Irgendwas. Wir haben alle eigenen Namen. That Valor kid doesn't sound much more stable than his brother. So, Little Vegas is no more, huh? Yes. Probably well, for the best. That was the rat's yes. nest. Ah. Okay. In that case, I'd like to report a dead marshal in my bedroom, and I got no idea who shot him. More people mean more problems, but problems are what we're here to deal with. I'm your radio communications expert. I'll be manning anytime. Ja, ja. Das kennen wir ja schon. Gehen wir mal in unser Museum. Das ist, glaube ich, noch neu. Weil die anderen. It would seem the refugees have difficulty understanding the. And a most pleasant day to you too, November. Rangers, genau. Felicitations. Die anderen sehen zwar alle einzigartig aus und haben einzigartige Namen, sind aber im Grunde nur schnell. Meine Güte, what if we had animatronic displays, like in the Patriarchs Museum in downtown? Isn't that how you get, robots? Robots are autonomous. Animatronics are just machines. I don't know what those words mean, but I still shoot first and ask questions later. Okay, maybe not. Was geht? Eine Herstellungskomponente. Aha. Herrlicher Traum von... Drama, diese. Ja. Der Raum war gerade noch eine Müllhalde voller kaputter Computer. Aha, 13C. 1B. 1B, got it. 2B. Not seeing 2B. Are you sure? Robot mascots of pre-war PSAs, okay. 4A and Poke yep, were meant to show the right and wrong ways of preparing for the end of the world. Each vignette humorously contrasted Noble Peak's forethought and generosity and Poke's short-sightedness and greed. Since the deluge, the billboards have been often modified by survivalists who change the art and the message to suit the times, resulting in a darker humor than the original creators ever intended. An der Plakette neben dem Disco-Bot steht nach der Schließung des Nachtclubs Little Vegas wiedergefunden. Das ist nett. Sowas mag ich wirklich gerne. Das hier kann ich mir nicht wirklich anschauen, was da drin ist. Ach, schade. Ja, das ist der Computer mit den ganzen komischen Protokollen, die dazu stehen sind. Die Clown-Statue. Ah ja, neben dieser trotzigen Statue ist eine Plakette angebracht. Eine Statue von El Payas Royo. Geboren aus dem Bizarre. Da ist ein Power Glove drin. Okay, ein Surfbrett und Power Glove. I love it. Time to make this place shine. Grab a mop and let's get to work. A mop? I'm a ranger. You're a ranger who hey, was assigned rangers! To me. Hope get you going. Like what I've done with the I'm space. Rangers, they said. A life of adventure, they said. Nuts. Ah, ja. Delph und Bellamy Potts Gebäcksturm. Kann mich erinnern, ganz am Anfang, die Dorsey-Streitkräfte haben wir da im Garten. Genau.
Leuchtende radioaktive Farben. Was denn? Was? Ja. Das ist cool. Ah, da ist ein Kostüm von der Monsterarmee, verschiedene Masken und so weiter. Da sind ein paar Protein oder Körperteile von Prinz. Eine Gedenk. Weiß ich nicht. Ach, das ist die, die am Anfang gestorben ist. Im Intro noch. Okay, cool. Naja, nettes Museum. Ich bin gespannt, wie sich das noch fühlt. Pardon me. Just going. You've been damn good to us, Rangers. No matter what happens, my people and I will stick by you. Careful out there. Jeez, it's an uncaring world. Look out there. Feels like I'm at a funeral. Wahrscheinlich, ne? Es sind ja. You disrespect the Rangers if you're drunk on duty. Well, good thing I ain't drunk then, isn't it? It's just a little tipsy. I give up. You're a disgrace to the uniform. And it's a good thing I ain't wearing a uniform either. Quatsch mal, ist er. Dann ist gut. Ich dachte schon, der steht wirklich in diesem blöden Bunker jetzt für den Rest seines Lebens. Aber Scotchmore ist hier. Alles gut. Leuchtet und auf dem Riesen. Und warum kann ich es nicht nehmen? Reden. People fight when genau. They get hungry. Ich mit dir. Just need a little more food to keep stay safe. Da haben. Ein Gewürzbuch. Öl. Da steht Scotchmore, Lucia und Marshall No. Lustig, dass alle meine Begleiter hier so in einer Reihe stehen. Aber finde ich super. Finde ich super. Ich hoffe, das bleibt so. Ich will die nicht mal suchen müssen. Die sollen lieber ein bisschen albern, aber dafür ordentlich stehen. Jetzt müssen wir nochmal wegen deiner Synth-Suche reden. Find that synth in Colorado Springs yet? Noch nicht. What are you waiting for? Didn't I tell you they'd bring back Cochise if we leave him too long? Don't let this one slide, Rangers. Ja, ich weiß ja nicht, wie mein Radio rauscht, dann gehe ich dahin, da ist dann niemand. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Nervst mich. Gehen wir mal mit. Wie eine Königin steht da eine Frau inmitten einer Gang harter Kerle. Die schenkt dir ein müdes, bärliches Lächeln. Peace, strangers. We all know both sides are armed and lethal, so why don't we just skip the posturing and get to business, huh? Naja, also drohen musst du jetzt hier nicht mit deinen fünf Hanseln. Wir haben hier einen Panzer, Geschütztürme und eine kleine Armee, aber ich hab nicht vor, gewalttätig. Okay. A girl I own ran away recently, and it's proving harder than expected to track her down. She seems to sense us when we get too close. Mädchen aus deinem Besitz. Das klingt schon mal nicht nach was, das ich unterstützen will. Bruno und mein Papagei sind schon sehr angriffslustig. Den schlanken Finger. On the other hand, should never suspect. Hell with your reputation for rescuing little lost lambs. She might even seek you out. So, what you say, hm? Want to find her for us? Also nur, weil ich einen Ex-Sklaventreiber im Team habe, was ich schon nicht gut finde, das ist noch lange nicht, dass ich mit euch jetzt hier, also bitte, gerade habe ich noch die Rede gehalten davon, wie Ranger ein Leuchtfeuer der Hoffnung der Menschheit sind. Jetzt soll ich hier entflohene Sklaven zurückbringen zu ihren quasi Tätern. Du widerst uns an. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Now. You haven't heard the deal yet. You might change your mind. Kann ich mir nicht vorstellen. You know the sealed rooms in your base? Bet you're curious what's inside them. Ah, scheiße. Wahrscheinlich die eine Sache, wo ich jetzt echt schlucken muss.
Der versiegelte Raum in unserer Basis. Ja, der macht mich verdammt neugierig. Bueno, I'll tell you for free. It's old world tech. The kind people waged wars for. And I know the codes. In the name of good faith, I'll give you one now. 900-909-3500. Test if you like. I'll wait. You'll get the second code. The one that gets you into the room with the even better goodies. When you bring me my lost little lamb. Woher weißt du von den verschlossenen Räumen? Used to stay here all the time before we moved east. Had plenty of time to explore all its nooks and crannies. Hey, don't worry. No hard feelings about you taking it over. We like our new home on the plains. Those warlords have a lot of money to spend. Und wie heißt das Mädchen? Nelly. No. Hallie, I think. Anyway, her new owner will rename her. What's important is her description. Early 20s, blonde, shapely, skinned like a princess. You'll know her when you see her, I promise you. She'll make your little hearts go pitter-pat. You'll get the second code, the one that gets you into the room with the even better goodies. When you bring me my lost little lamb. Naja. Jetzt prüfen wir erstmal Code. Not a problem. Dann werde ich, glaube ich, um. Ist gerade so meine erste Intention. Rangers. Mal gucken. Aber nach allem, was ich jetzt so gehört habe, mein Finger am Abzug ist schon ganz nervös. Guckt. Okay, die Tür zum Tresor ist enorm und wurde in die Wand und Boden und Decke eingelassen. Offenbar kann sie mit Hilfe des Ziffernblocks geöffnet werden. Der Wand und von La Perla eingehen. Tatsächlich. Raum geöffnet. Code für den zweiten Raum kennen wir nicht, ne? Verstehe, wie das hier funktioniert. Kommt quasi immer weiter, wenn die neue Typen geben. Da sind Waffenkisten. Was haben wir denn hier? Ein PDA. Und ein Dirt-Kram plus 1. Und eine komplette Panzerrüstung. Oh, da könnte es jetzt fast sein, auch wenn ich sehr schade fände, dass Abraxe hier einen neuen Helm kriegt. Hat schon die komplette Panzerrüstung und jetzt haben wir unseren ersten Panzerhelm gefunden. Aktuell ist der Panzerhelm tatsächlich nicht so gut. Der jetzige Helm. Aber wenn wir den modifizieren, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Damn it. Könnt den jetzt modifizieren. Aber kann den vielleicht auch wer anders tragen, den Panzer? Weil er ist jetzt nicht so gut, dass ich sage, dafür muss der Ziegenhelm weg. Den könnte auch jemand anders haben. Verzeihung. Könnte auch wirklich. Muss ich erstmal kurz alles, was wir jetzt haben, ein bisschen modifizieren. Ein neues. Ja. Ist das eine im Team ja noch nicht mal Hosen anhat. Jetzt haben wir Hosen. Hosen für alle.
Oh, jetzt gucken wir. Also, die Rüstung ist schon mal was für Idolem. Zack, ausgerüstet. Passt. Dann hätten wir da die neuen Hosen. Auch die sind schon mal was. Idolem nämlich schon ein bisschen abgegradet. Kann man nennen. Der Helm, der... ich weiß halt nicht, kann den irgendwer anders überhaupt tragen von den Werten her? Ich glaube ehrlich gesagt, niemand hat Stärke 6, oder? Ah doch, natürlich, hier, der Neuer im Team. Ja, du kannst den Panzerhelm von mir aus haben. Weniger Trefferchance, dafür mehr Panzerung und mehr Schaden im Nahkampf. Okay. Bitteschön, ausrüsten. Der sieht jetzt natürlich vor allem in Kombination mit den... Mit der Tatsache, dass er keine Hose anhat, super aus. Der Panzerhelm. Naja. Du kannst außerdem die hier haben. Jetzt aber. Und du kriegst endlich eine Hose. Ob du es glaubst oder nicht. Herzlichen Glückwunsch. Na, jetzt ist er einfach wirklich ein Panzerding. So cool. Kann man nichts sagen. Ah, aber du, glaube ich, ja, kriegst den kleinen PDA. Nerdkram besser wirst. Gut, dann sind wir schon wieder fertig mit Aufgaben. Cool. Der Neue im Team sieht jetzt auf jeden Fall sehr interessant aus mit seinem riesigen Panzerhelm. Ich hätte wirklich, wirklich, wirklich gerne, muss ich schon sagen, ich spreche jetzt. Wirklich gerne den Kuchen. Aber irgendwie kann ich den Kuchen bitten. Es gibt eine andere Möglichkeit. Ich glaube fest daran, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Next time we go see Mama, I'm gonna bake her an apple pie. What do you know about baking apple pies, boy? You're just gonna embarrass yourself. Versteht man nicht. Ich kann bei niemandem die Waffe gerade wechseln. Na dann. Ich kann ja noch mal kurz schnell. Bekommen nicht ins Heft. Der Pörler. Code was good, right? Ja. And the gear too. Ja, das schmeckt zugeben. Ich tendiere echt dazu. Ich mach das jetzt. Die Ausrüstung ist super. Mit der kann man ziemlich gut Sklavenhalter umbringen. Self-righteous gunsels. Muchachos, kill these swine! We going? Okay. Nee, ich werde ganz sicher keine Sklaven. Ich glaube, die spinnen. Was glauben die überhaupt? Was glauben die überhaupt? Kommen die hierher und wollen mich bestechen? Ich glaube, den haben wir elektrifiziert. Und Schrumpf. Achso, stimmt. Ich habe gar nicht mehr die Schrumpfwaffe. Naja, dann schieße einfach ein bisschen. Solange du noch 5 Punkte hast. Ein Team macht auch Mist. Sind schon nicht unzäh, das muss man eben lassen. Aber ich glaube, hier kommen die nicht lebend raus. Das ist ja mit super viel Sprengstoff und sind total irre. Die Neuer, zeig mal, was du kannst. Was kannst du denn wirklich? Zeig, was hast du denn? Oh mein Gott, der hat viele Aktionen. Rotflintenhandschuh, den will ich sehen.
Yeah. Das ist gut. Der Schrotflintenhandschuh, der hat was. Das ist schon nicht schlecht. Gefällt mir. Das habe ich mir schon gedacht, dass sie krass ist als Bossin quasi. Bosse sind oft übermäßig mächtig. Naja, weiter geht's. Wir haben keine Munition mehr. So, das packe ich mit dem Raketenwerfer aus. Nächste. Kannst vielleicht was du schnell selber heilen. Ja. Ja. Obwohl, warte mal, vielleicht könnten wir nämlich mit unserem Lichtwebs-Modus hier bei ihr irgendwas machen, das uns hilft gegen sie, weil sie schon krass ist. Blutungen. Bonusschaden reduziert Panzerung des Ziels. Das könnte vielleicht ganz gut sein. Bonusschaden. Verursacht 50% Bonusschaden, reduziert den Schaden. Ah ja, reduziert den Schaden des Ziels. Ist, glaube ich, ziemlich gut. Dann attackieren die ihre Arme. Waffe beschädigt und verkrüppelt. Das klingt gut. Ich bringe das gleich nochmal mit. Ja. Panzerung minus 1, Trefferchance minus 25%, normaler Schaden, Energieschaden vor jeder Schaden minus 25%, also ein Viertel weniger Schaden und ein Viertel weniger Trefferschaden. Das hat sich schon gelohnt. Aber ich denke fast, dass wir mit dem Win jetzt erstmal noch den hauen. Nein, nicht daneben hauen. Treffen. Mein Gott, was kannst du denn alles? Jetzt gucken wir erstmal. Rotflintenfaust. Kannst du die eigentlich ständig machen? Kaolin-Trick. Demoralisieren. Blitzschlag. Helle Angriffe mit einer Trefferchance von plus 40, aber weniger Schaden. Und Elektroschock durch sein Implantat. Machen wir den Schrotflintenschlag. Auf den da. Los geht's. What? Liegt er gerade daneben oder was ist passiert? Finde ich nicht gut. Aber wir könnten noch den Shaolin treffen. Das hat immerhin schon. Na gut, Idolen, dann hau du auch noch drauf. Nein, nicht daneben hauen. Nein, nicht zweimal hintereinander daneben hauen mit 95%iger Trefferchance. Hallo!
Mein Gott. Great to be alive. Das nervt. Der hat daneben gehauen. Ihre Begleiter machen schon genug Schaden. Also es ist gut, dass wir sie wenigstens ein bisschen klein gekriegt haben. Ja gut, der Cyborg-Hühnchen hat wieder zugeschlagen. Cyborg-Hühnchen kann man sich verlassen. Nudala, jetzt ist, glaube ich, tatsächlich nur noch da übrig, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass der tatsächlich trifft mit jedem Schuss. Abraxe. Hauen wir. Ich weiß nicht, ob die Druckwelle von seinem Superschlag-Verbündete trifft. Ich bin mir nicht sicher. Haben wir sie lieber normal. Nicht gut genug, würde ich sagen. Raketenwerfer ist jetzt eher ungünstig. Schade. Alle müssen nachladen. Schrotflintenhandschuhe. Ich weiß nicht genau warum. Bleib einfach mal. Na, und du mach jetzt lieber mal nix. Ach, da ist ja auch noch einer. Den habe ich überhaupt nicht mehr gesehen. Verdammt. Der hat sogar den Schlag von ihr überlebt. Nicht schlecht. Major Tomcat hat den Killing Blow gemacht. Na, so viel dazu. Echt blöd wegen dem Schatzraum. Aber hilft dir nichts. Der Rückenbrecher. Geld. Headpfeil. Na, ich hätte so gehofft, dass sie den Code vielleicht irgendwo aufgeschrieben noch hätte. Here to serve. Naja, hilft dir nicht. Was soll man machen? Wir hatten keine echte Alternative, keine für mich akzeptable Alternative. Verletzungen flicken. So, jetzt lass mich ganz kurz gucken. Doch, die ist wahrscheinlich bei den abgeschnitten. Sklavenkopfgeld. Was mit? Na gut. Nach Denver reisen. Das wäre jetzt unsere nächste Hauptmission. Und ich glaube fast, das machen wir. Auf diese Kerl helfen, ich weiß nicht, ob ich das will. Und diesen Synth jagen, ich weiß nicht, ob ich das kann. Dann reisen wir nach Denver. Schau ich mal noch kurz, ob Level-Ups echt sind. Ja, wir haben echte Level-Ups. Hat sich gelohnt, die Sklaventreiber umzubringen. Sehr schön. Ihr Flüsterer können wir jetzt Maxi. Yes, der perfekte Tierflüsterer. Ich bin gespannt, was es da noch für krasse Monster gibt, die wir jetzt zähmen können. Das wird so cool, wenn wir irgendwann mal einen Monster liegen, der Feuer spuckt. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, ob das geht, aber wenn, dann wird das cool. Flammenwerferangriffe verschlingen jetzt und verringern Trefferchance um. Also bei den Gegnern nehme ich an. Sonst wäre das ein bisschen blöd. Ja, nehmen wir. Da. Ah ja, das ist noch ein echtes Level-Up-Bass. Sehr schön. Erst Scharfschütze.
Ein bisschen mehr Glück. Glück ist immer gut. Aber. Beim Zerlegen von Waffen das Waffen behalten. Heilig. Wahrnehmung Radio. Ein Panzerung bei Konstruktion. Das sind lauter so Sachen, die ein Scharfschütze nicht unbedingt braucht. Ich meine, jetzt gerade hätte das vielleicht brauchen können. Okay. Aber normalerweise. Ehrlich gesagt, brauchen wir nichts davon. Nix. Können wir das sparen? Ach, weißt du was? Nimm einfach zwei Panzerung. Ja. Warum nicht? Das ist anscheinend auch noch ein richtiges. Sehr schön. Ich würde auch sagen, mehr Glück. Mehr kritische Treffer, mehr Panzerdurchdringung. Mehr kostenlose, vor allem Züge ab und zu. Das ist schon super. Jetzt ist halt die Qual der Wahl. Nerdkram oder verrückter Wissenschaftler erhöhen. Machen wir ihn erstmal zum perfekten verrückten Wissenschaftler. Und dann schauen wir weiter. Okay. Also gut. Jetzt fahren wir nach Denver. Los. Sind wir in die Garage. Und fahren los. Halt, stopp. Eine Sache fällt mir noch ein. Wir brauchen Energiezellen. Zellen her. So viel Schrottkosten. Machen wir mal 20. Das reicht. Gibt's denn überhaupt energietechnisch? Oh, wir haben auch keine Flammenwerfer. Keine. Kann ich doch bestimmt auch herstellen. Der Schrott geht schon langsam zu Neige, ey. Schauen wir mal bei den anderen aus. Braucht keine. Passt. Hat jetzt wieder welche. Passt. Braucht keine. Ah ja, passt. Okay. Alle anderen haben Munition. Wunderbar. When all this is over, we send them savages back to Kansas where they... That chickens got some... Well, sure. We don't need no big mansion, just a little place big enough for the... Ja, auf zur Weltkarte. Denver, wir kommen. Jaha! Mit unserem frisch gemoddeten Auto. War schon im letzten Stream, dass wir das gemoddet haben. Aber wir waren damit noch nie draußen auf der Straße. So wie es jetzt ist. Glaube ich zum. Oder? Nee, wir haben auf jeden Fall eine bessere Panzerung. Mr. Fun Times here, with another strangling yarn. This one about an astute student who learned how to love to kill. Once there was a little boy who loved having cats. Oh yes, cats, dogs, squirrels, badgers. He loved them all. And he especially loved them in a nice big stew with a sprig of thyme. It wasn't until the boy met little Annie that he began... Oh, Zufallsbegegnung. Wir können keinen hinterhältigen Scheiß mehr. Kann keiner mehr hinterhältigen Scheiß. Damn, dann greifen wir an. Wir greifen die Roboter hinter uns an. Keiner kann mehr hinterhältigen Scheiß jetzt. Das ist ein Problem. Aber so gar nicht mehr. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Irgendwer muss wieder hinterhältigen Scheiß lernen. Das ist eine Schwäche, die wir haben. Roboter. Oh, da ist aber auch ein Söldner dabei. Oh, und die haben den Kriegswagen. Zum Glück haben wir auch einen Kriegswagen. Executing order. Wir haben schon mal einen Kampfroboter weniger. Und gleich den zweiten Weg.
Das schaffen wir. Den können wir hacken. Wow. Ja, bei so, ne, bei Captain Roboter, da glänzt voll Crusade halt natürlich. Das ist halt natürlich. Ja, das ist schön. Bombenroboter musste weg. Ganz dringend. Das mit einem Kopfschuss. Mehr Schaden. Mehr Bodenschaden. Geht's. Yes! Das war mal ein Treffer. Sehr schön. Was will man mehr? So, Idole wissen noch, wer in Reichweite. Ah ja, warum nicht kletter hoch zu dem und verhau den? Die Idee. Er lebt zwar noch, aber ist vergiftet und blutet. Wahrscheinlich stirbt er die nächste Runde. Aber weil unser zweiter Nahkämpfer eh kein besseres Ziel hat, gehen wir lieber auf Nummer 7. Darauf habe ich gehofft. Guckt euch an, wie der das Auto kaputt macht, der gehackte Bohrroboter. Bin ich echt froh, dass wir den gehackt haben. Awaiting orders. Ich schon wieder Loot. Will nicht Loot. Ich wollte, dass du da hingehst, verdammt. Ah, das nervt mich. Ach, kannst du nochmal schießen? Ja, gut. Oh nein, das wollte ich nicht. Ah, das war jetzt ein Brainfart, ein Hirnfurz von mir. Oh, wow, ich weiß gar nicht, war das ein kritischer Treffer? Ja, ich glaube, aber sowas von. Meine Güte, ist doch gut. Audi, wir werden noch Freunde, glaube ich. Ich als Scharfschützin jetzt schon mehr als einmal echt bewährt. Dann kann sie auch noch Tiere zähmen. Schon gut. Nur, dass niemand im Team hinterhältigen Scheiß kann. Das ist das Einzige, das ich gerade ein bisschen blöd finde. Ich kann leider gerade so nur unseren eigenen gehackt. Nicht das feindliche Auto angegriffen. Gerade. Praxe, ist vielleicht ein bisschen gefährlich, aber hau den Kriegswagen mit deiner Keule kaputt. Ah, jetzt laufe ich selber das gehackte Feld, aber ich bin komischerweise. Ich verstehe man. Regeln. Was haben wir denn da? Ein paar Enten zum Craften, ein bisschen Müll. Und normalerweise gibt es doch bei so Zufallsbegegnungen immer eine Schitzkiste. Genau. Türmung, Heilung.
Hey, ich glaube, wir haben wieder ein echtes Level-Up. Ich sage immer echtes Level-Up, weil die Ausrufezeichen stehen bleiben, wenn ich Fähigkeitspunkte sparen will. Deswegen bin ich mir immer nicht sicher, ob es echtes ich habe. Eher? Nee, doch nicht. Na, schade. Ich dachte, er hätte ein echtes. Naja. Dann fahren wir wieder Kodiak. Schön war's. Wirklich ein cooler Kampf. Hat mir gefallen. Können wir schon so große Roboter hacken? Ah, ist das nice. Vielleicht hätte ich doch erst auf Nerdkram gehen sollen, statt auf verrückter Wissenschaftler. Da könnten wir vielleicht die ganz, ganz großen Skorpion-Bots hacken. Das wäre der Hammer. Meine Güte. Was haben wir denn hier? Hof der... Oh, da war ein Fisch. Ja. Das war das. Da lang. Da habe ich noch mal kurz einen Abstecher. Ein Erkundungsabstecher hier. Jetzt Radio lief, dürfte kein Pimp Lodiac sein. Das ist aber nicht. Nee, nicht das Gebiet mit Skorpion-Bot, ne? Eine BB-Gun, die haben wir doch schon mal getroffen. Der gleiche stämmige Marshall stoppte den Truck erneut. Hey, it's the Rangers again. Always good to see you guys. Got some more prime civil forfeiture in the back if you want to look. Danke, dass du so ein großartiges Vorbild bist, Bibi. Die Marshalls bringen uns so viel bei. Hey, our pleasure. Always glad to help. Let me open the back. Ich hatte echt gute Mods, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Ich könnte tatsächlich den Flammenwerfer munden. Teuer. Ah, aber ein bisschen. Ja, und ein bisschen Energie zählen würde. Aber auch hier nur ein paar hundert. In über 1000. Falls mal irgendein Händler kommt, wo ich sage, wow, möchte ich den Preis sein. Ich komme mal hier kurz durch. Wenn ich hier den Nebel aufdecke bei dem Durchgang. Der Minimap. Gehen wir weg. Sisters, make your kites strong so the offerings they bear will reach the heavens above. Take you the supple skin. Begegnung, Feind gesichtet. Angriff, los geht's. Echt blöd, weil Überleben, auch da habe ich ja von Haus aus keinen drauf. Dass wir jetzt gar keinen hinterhältigen Scheiß mehr können. Mal so ein bisschen. Aber gut, mein Gott. Kann nicht immer alles haben. Ah ja, das ist wieder ein Heavy von Winnie-Bots. Executing order. Schön, wie der letzte Schuss den noch umgebracht hat. Mein Gott, das Auto ist so toll, ey. Ich liebe das Auto. Der Kodiak ist einfach der Hammer. Ich finde den so super. Es ist einfach der Hammer. Na, jetzt hacken wir noch den. Was da drüben? Könnte dann sogar nochmal. Oh, doch nicht. Okay, geil. In Deckung gehen. Das ist schon cool, ne? So nutzlos wie ein Ding. Kampfsituation, die so organische Gegner ist, so unglaublich mächtig ist er, wenn es gegen Roboter ist. Er ist halt ein super Spezialist. Wow! Er hat den ganzen Baum und das halbe Gebäude weggesprengt mit seinem Schlag. So ist er, der Idole.
weiß ehrlich gesagt echt nicht, warum die Scharfschützen so gerade sieht, macht manchmal irgendwie so viel Bonusschaden, so viel mehr Schaden als angezeigt wird. Versteht gar nicht genau warum, aber ich beschwere mich nicht. Eigentlich voll super. Kann sich das manchmal noch echt was abschauen. Aber der haut mit seinem Elektrogewehr. Gerade jetzt gegen Bots wahrscheinlich sehr gut. Doch, beim nächsten Mal kann er zweimal schießen. Oh, super. Ironclad darf hier mal Robobot als Nahkampfbot auftauchen. Ah, was sogar fast passiert wäre, aber dann leider doch. Daleks sind schon nicht ungefährlich. Wenn sie treffen, dann schon wieder. Swine! Brauche ich schon langsam auch Munition für die Waffe wieder von ihm. Ach verdammt, ich habe bei Idole mir gar nicht auf seine Roboterwaffe gewechselt. Bam! Okay, oh, das ist jetzt eine gefährliche Position. Aber Idole hat schon schlimmere Situationen irgendwie verstanden. Verdammt. Ah, nein. Gut, danke. Das war wichtig. Der trifft jetzt nicht. Oderla, dann. Ah ja, genau. Sehr schön. Mal leiten. Guckt euch das an. Da wird immer angezeigt, dass sie so wenig Schaden macht und dann bam, explodiert die Leute. Jody ist super, ich weiß nicht warum, aber voll irre. Dämlich. Ich habe das jetzt nämlich beobachtet, diese Aura. Also wenn ich... Ah, hi Karim. Was, ich bin zu leise? Ah, kann ich machen. Normalerweise. Ja, ich bin echt schon auf Maximum Lautstärke. Ich mache das Spiel ein bisschen leiser. Die reden in dem Spiel nur leider manchmal so super leise. Deswegen habe ich es dann immer wieder lauter. Was wollte ich sagen? Genau, wenn ich so einen Roboter hacke, dann kriegt er ja als Bonus von einem meiner Hacker so eine Aura, mit der alle gegnerischen Einheiten geschädigt werden, die in diese Aura kommen, was ja eigentlich gut ist. Und meinem Hauptteam tut das auch nichts. Aber meinen passiven Begleitern, kriegen Schaden von dieser Aura, als wären sie Gegner. Das ist so dämlich. Das Spiel hat leider manchmal, so gern ich das mag und so gut es auch wirklich ist, hat das manchmal einfach ein paar Sachen,
Bin dich nicht zum Lachen. Haben wir den Roboter. Dann geht's mir besser. Ja, hat funktioniert. Perfekt. Ach Mist, nachladen, keine Munition mehr. Schade, schade. Ah ja, wir haben ja unser Auto. Ich vergesse den wirklich immer. Dadurch, dass man den leider nur so selten in Missionen mitnehmen darf, beziehungsweise nur bei diesen Open-World-Missionen, vergesse ich den immer. Dabei ist der so super. So, sehr schön. Dann haben wir nur noch einen Gegner. Schauen wir mal, ob Ironclad den einfach verhauen kann. Nein, come on. Danke. Sehr gut, dann darf jetzt, glaube ich, unser Sanitäter mal kurz auf jeden Fall Ironclad verarzten. Weil der ist schon sehr kaputt. Und irgendwie brennt unser Cyborg-Huhn. Finde ich auch nicht gut. Ich glaube, wir müssen unser Cyborg-Huhn mal verarzten. Kommt mal alle ein bisschen hierher, damit ich euch sehen kann. Ja, Cyberkun braucht dringend Verbandskasten. Ja, hier brauchen ziemlich viele dringenden Verbandskasten, merke ich gerade. Heilen wir mal das Team wieder ein bisschen. Oh ja, Polly. Polly darf wirklich nicht sterben. Schau ich noch kurz, wie geht's Major Tomcat? Sehr gut. Und unserem Hund geht's auch gut. Robohuhn ist fit, Polly ist fit, Katze ist fit, Hund ist fit. Okay. Dann looten wir noch schnell. Dann geht's wieder los. Oh Leute, ich sehe gerade, es ist irgendwie schon voll 9:30 fast. Ich wollte heute eigentlich nur bis 9 machen. Ich habe mich irgendwie so in dem Spiel verloren. Ich habe komplett die Zeit übersehen. Muss jetzt echt aufhören, verdammt. Gehen wir noch auf die Hauptmap wieder. Die Weltkarte, dann speichere ich. Da machen wir für heute wirklich Schluss. Naja, ich bin beruhigt, dass jetzt mein Laptop hier doch nochmal durchgehalten hat, den Stream. Ich hatte schon befürchtet, dass der jetzt wirklich einfach, weil der heute eben so oft abgestürzt ist, dass der das nicht mehr mitmacht. Aber zum Glück hat er nochmal durchgehalten. Und ich kann ihn ja auch zur Videobearbeitung bis jetzt zumindest noch einigermaßen gut benutzen. Aber ist halt sehr frustrierend, wenn er dann doch mal mitten unter der Audioaufnahme oder mitten unter der Tonbandbearbeitung, der Tonspurbearbeitung abstürzt und dann geht irgendwie mein Fortschritt verloren für meine Videos. Das ist schon ärgerlich. Deswegen... Hä? Was kann ich denn hier machen? Spieler verwalten. Ach so, wenn man es zu März spielt, ne? Wie gesagt, der neue Rechner kommt leider erst im Dezember. Bis dahin hält jetzt der Laptop hoffentlich noch einigermaßen durch. Solange er nur ab und zu mal einen Bluescreen hat, ist es okay. Kann ich noch damit leben. Einen Monat lang jetzt. Und wenn irgendwie mal der Laptop jetzt wirklich noch abbraucht, bevor der neue Rechner kommt, dann sage ich euch Bescheid. Dann müssen wir wahrscheinlich zumindest die Streams bis dahin ausfallen lassen. Aber die Videos werde ich auch auf meiner alten Kiste noch zusammenschustern können. So hoffe ich. Auch wenn es länger dauert. Na, aber jetzt hoffen wir, dass der Laptop noch überlebt. Den Stream hat er jetzt gut überstanden. Ein Monat noch. Komm schon, das schaffen wir. Und dann wird alles hoffentlich gut mit dem neuen Rechner. Zumindest von der Leistung her dürfte der alles super easy stemmen können. Na schön, Leute. Dann vielen Dank fürs Dabeisein. Hat mich gefreut. Und nächsten Dienstag geht es dann hoffentlich voraussichtlich weiter. Wir müssen eigentlich echt mal wieder Disco Elysium spielen, oder? Eigentlich schon.
Ich werde übrigens auch, wenn, das kann ich vielleicht gleich noch dazu sagen, wenn der neue Rechner kommt, werde ich auch gleich das Arbeitszimmer umräumen, weil ich auch neue Bildschirme dazu bestellt habe. Ich muss den Schreibtisch quasi auch ein bisschen vergrößern. Da wird alles ein bisschen anders aufgebaut. Und dann werde ich auch den Greenscreen wieder festmontieren und so weiter. Und dann werde ich auch wieder die Kamera in Betrieb nehmen und so weiter und so fort. Danke, Rick Grunches. Jetzt schauen wir mal, streamt gerade irgendwer, den wir noch raiden können zum Schluss. Guck mal kurz. Dann machen wir noch einen Abschlussraid. Beend jetzt schon mal die Aufnahme und sag schon mal zu allen Tschüss, die das auf YouTube nachholen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.